Aber mache das nicht das Startbildschirm laufen.
Eine Minute noch. Ja. Hallo, könnt ihr uns hören? Gebt mir ein Zeichen. Warte. Sag doch mal was. Wieso? Hörst du das? Ja, ich würde dann was hören, ja. Eine Minute später. Jetzt warte mal, was die Kommentare schreiben. Hallo, 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 hallo. Oh, was geht da jetzt ab? Oh je, Hilfe. Ja. Ja, also, auf geht's, Mausi. Komm. Ja, alle. Ja. Das ganze Team. Hallo, ihr Lieben. Hallo. 19 Uhr, Live-Shopping-Time hier beim Return King. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind vollzählig. Eins, zwei, drei. Jetzt kann es losgehen. Okay. Wir haben ganz viele tolle Sachen für euch vorbereitet. Carmen und ich gehen jetzt in den Hintergrund und wünschen euch einen unterhaltsamen Abend. Viel Spaß. Ich gebe mein Bestes, wie immer. So. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich lasse mal Standardsätze runterrattern. Beispielsweise Kundennummer. Wenn ihr was kaufen wollt, braucht ihr natürlich eine Kundennummer. Wir haben die letzten Tage, glaube ich, an die 800 Kundennummern rausgeschickt und haben dabei festgestellt, dass alle Leute mit der E-Mail-Adresse bei T-Online, die kriegen unsere Mails nicht. Da müssen wir jetzt tatsächlich bei T-Online anrufen und abklären, warum und wieso ihr die Mails nicht bekommt. Alle anderen, die immer noch keine Kundennummer haben, obwohl sie sich registriert haben, schreibt uns bitte eine private Nachricht mit eurer E-Mail-Adresse. Anhand von eurer E-Mail-Adresse kann ich kurz im System suchen und finde euch dann und dann schicke ich euch separat die Kundennummer zu. Ansonsten würde ich jetzt sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Hat ja lang genug gedauert. Wir waren jetzt tatsächlich relativ lange offline. Das letzte Event beim Mo hat uns so geschlaucht. Dass und heute hatten wir Dreharbeiten. Also wir sind sowieso komplett am Arsch, weil wir hatten heute auch Dreharbeiten, gestern auch. Wir sind gerade erst noch fertig geworden. Wir sind nicht mal richtig mit aufbauen. Also Chaos wie immer. Also das, wie beim Return ging üblich. Spitz auf Knopf. Darum legen wir jetzt gleich mal los mit dem Knaller. Was habe ich mir da überlegt? Ich habe heute hier für euch drei Tablets von Denver. Ach so, wie bestelle ich? Ganz gute Frage, super, guter Einwand. Ist mir selber eingefallen. Wenn der Artikel euch gefällt, schreibt in die Kommentare eure Kundennummer und den Preis und dann ist das Ding eigentlich euers. Michelle gibt dann nochmal Feedback, oder wie war das? Ja. Ja, Michelle gibt Feedback. Okay. Was mache ich? Nochmal was? Du gibst Feedback. Was mache ich? Eure Kundennummer wird dann auf das Produkt draufgeschrieben ja, und dann genau, ist es ich eures. Ich sage euer Namen. Genau. Es ist möglich. Abholung, Barbezahlung, PayPal, Überweisung. Ab 50 Euro ist Versandkosten frei. Drunter wären es 5,95 Euro. Oder je nachdem, Sperrgutzuschlag, wenn es was besonders Großes ist. Kamera. Ach, in die Kamera muss ich gucken. Gut, ich gucke in die Kamera. Ich habe so viele Kameras hier. Also, wir fangen an mit dem Tablet von Denver. 10,1 Zoll. UVP liegt bei 99 Euro. Was kann das hier? Das hat Wi-Fi, hat 8.1 Android Go Edition und hat ein Google Certificate Device hier. 16 GB RAM, 4400 mAh und wir wollen dafür haben 40 Euro. Wir haben drei Stück. Es hat eine Frontkamera, Micro-USB-Anschluss, 3,5 mm Earphone, also Kopfhörereingang und Micro-SD-Karten-Slot. Earphone? Was ist denn ein Earphone? Earphone, Entschuldigung. Fängt schon wieder an. Fängt schon wieder an, lustig zu sein. Okay, also ich habe drei Tablets von Denver. Ich lege die jetzt nochmal auf die Seite. Mit was machen wir denn weiter? Mit meinen Organisern. Die hatten wir schon ein paar Mal. Ja, ich habe einen Löffel. Achso, wir machen heute nicht durcheinander. Ich versuche schon ein bisschen themenspezifische Produkte vorzustellen. Bianca Basel, ein Tablet verkauft. Okay. Also ich habe hier einen I love you. Da steht tatsächlich drauf I love you. Löffel haue ich raus für 2 Euro. Ist ein Holzlöffel. Ein Einzelstück aber bitte. Ist ein Einzelstück. Das war einfach nur, um die Käufer ein bisschen hier anzuregen. Ein Tablet verkauft. Natürlich rührig. Dieser stabile und formschöne Kochlöffel ist nicht nur ein unversetzlicher Helfer im Küchenalltag, gefertigt aus hochwertigem Kirschbaumholz und mit einem Spruch verziert. Ist ein ökologisches Design-Unikat. Natürlich geschmacksneutral und Lebensmittel echt. So, Monika Röhlich kriegt noch ein Tablet, dann sind sie alle weg. Okay, alle Tablets sind weg. Kochlöffel verkauft, Sandra Seibt auch verkauft, haben wir keinen mehr. Ich werfe ganz kurz nochmal in den Raum. Ich habe immer noch den riesen Posten hier mit meinen Jet-Feuerzeugen, Sturmfeuerzeugen in drei verschiedenen Modellen. Ich habe einmal das einfache Modell, das lange Feuerzeug mit einem Jet. Feuerzeug kostet 3 Euro, ist Modell Nummer 1 Feuerzeug. Nein, 6 Euro, stopp. Oh, sorry, habe ich das falsch gesagt? Ja, 6. 6 Euro, wir wollen tatsächlich 6 Euro haben, wie immer.
Also ich habe drei Feuerzeuge a 6 Euro. Das hat hier einen Jet, ist Modell Nummer 1. Kommt in einer schönen Verpackung da an. Dann habe ich hier, das sage ich mal, das Zippo-Format, das man eigentlich tatsächlich kennt. Das hat hier zwei Jets, kostet auch 6 Euro, ist Modell Nummer 2. Und ich habe hier den Zigarren-Burner-Anzünder hier mit drei Jets. Das sieht dann so aus. Teilweise geht er auch. Genau. Hier, der hat extra noch für Zigarren hier das Anspitzwerkzeug hier, dass man da ein Loch vorne reinmachen kann. Alle drei Modelle kosten 6 Euro. Das ist Modell Nummer 3. Jeweils. Hedi Martin hat leider kein Tablet bekommen, sind leider schon alle weg. So. Aber wir haben nachher nochmal welche. Wir wollen es ja spannend machen. Am Samstag machen wir nochmal Live-Shopping und ich habe noch ein paar Tablets in der Hinterhand, aber ich kann dann natürlich mein ganzes gutes Zeug hier sofort rausschließen am Anfang. Ihr sollt ja bis zum Ende da bleiben. Wir haben heute wirklich ganz tolle Sachen, auch hochwertige. Bei Mo haben wir tolle Sachen mitgenommen. Ich sehe da hinten beispielsweise ein Spinning-Fahrrad. Dann haben wir hier noch eine Küchenmaschine, ein Kochtopf-Set von Mo, den Katzenbaum, da brauche ich Katzenbaum. Da brauche ich natürlich noch einen Käufer vor der Kamera, erzähle ich nachher noch mehr. Dann erzähle ich was zu den Mystery-Boxen, die wir bekommen haben von Mo, die wir versteigern wollen. Da machen wir auch ein Unboxing dazu. Dann haben wir diesen geilen Kühlschrank, wo wir tatsächlich auch Käufer vor der Kamera brauchen, hier bei uns im Laden. Also alles über nächste Woche, ich habe nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Ja, was haben wir denn? Ach, wir haben so viele tolle Sachen, ich mache einfach weiter. Dann habe ich so, jetzt hier. Moment, Theresa Ravet kriegt Modell Nummer 2 einmal. Michaela Bader, von dir brauche ich noch die Information, welches Modell an Feuerzeug. Dann habe ich dich auch aufgeschrieben. 1, 2, 3, dann 4. Haben wir Vanessa Schimanski, kriegt Feuerzeug Nummer 1 einmal. Dann habe ich, achso, Michaela Bader Nummer 2, vielen Dank, da sind die Informationen. Ist das rechte ein Sitzsack? Nein, das ist kein Sitzsack. Das ist kein das Sitzsack. Das ist ein Hundebett. Ein Hundebett. So. Aber zu dem kommen wir später. Okay, hier habe ich was ganz Geschicktes für den Garderobenbereich. Das ist so ein Home Organizer, kostet 10 Euro. Du sollst langsamer reden. Ich soll langsamer reden. Ich habe hier was ganz Besonderes. Und zwar habe ich hier einen Home Organizer mit einer Schublade. Den stellt man in den Garderobenbereich. Da kann man ganz toll Kugelschreiber, Einkaufszettel, Bonbons reinmachen, Büroklammern. Habe ich 5 Stück, kostet 10 Euro. Ganz tolles Teil hier, Organizer. Gell? Ich habe mich doch gerade gewundert. Normalerweise steht doch da nämlich drauf. Homeoffice. Also der kostet hier nur 9 Euro, da steht gar nichts drauf, da haben sie irgendwie vergessen. Ich habe mich doch gedacht, das ist ein ganz anderes Design. Also habe ich 5 Stück insgesamt. Echt schlaue Sache, hat ganz viele Fächer da oben, da kann man viele Sachen reinmachen. Und hier das geschickte Schublädle. Der 10% Rabattgutschein, den gibt es nicht mehr bei uns für die erste Bestellung. Den nein, tatsächlich nicht mehr, haben wir wegoptimiert, weil es so viele Probleme gegeben haben. Die meisten wussten nicht, wo sie den Code eingeben sollen und das war ein riesen Hackmack mit E-Mail hin und her und darum haben wir es einfach deaktiviert. So, zwei Organizer kriegt die Bianca Clemens. Bitteschön. Die Lisa Wolf kriegt einen. Die Michaela Bader kriegt auch einen. So. Rate, rate, was ist das? Also Moment, es ist Moment. Wie viele haben wir denn noch? Achso, wir haben jetzt noch. Das ist der Michaela Bader, ihre. Ja. Und jetzt haben wir noch den einen ohne Aufdruck. Das ist Michaela Aufdruck. Bader, genau. Da könnt ihr eine Widmung draufschreiben, wenn ihr wollt. Ja, ich weiß. Was habe ich hier in der Hand? Also das ist auch der absolute Knall. Ich bin total begeistert. Und zwar ist das ein magnetischer Bilderständer. Das sind zwei Teile. Da macht man ein Foto rein. Dann klappt man das zusammen. Und dann kann man das überall hinstellen. Und hat ein Bild aufgestellt. Ich finde es total klassisch und designgeil. Das ist für Fotos geeignet. 10 mal 15. Wir haben 13 Stück und einer kostet 5 Euro. Ich muss dazu sagen, die haben teilweise so minimale, kleine, man sieht es kaum, ganz leichte Kratzerle auf der Oberfläche. Aber wenn da ein Bild drin ist, dann sieht man das nicht. Und die kann man dann einfach, seht ihr das? Seht ihr das? Wenn sie gerade Fläche ist, eigentlich abstellen. Jetzt auf meinem Bücherstapel hält es natürlich nicht, außerdem seht ihr das nicht. Aber es ist echt eine coole Sache, einfach Foto reinmachen, mit 4 Magneten hält es aneinander. Habe ich hier 13 Stück a 5 Euro. So, jetzt müssen wir ganz kurz nochmal zurückrudern, weil du bist mir eins voraus. Der letzte Organizer ging an Michaela Bader, die hat einen gekriegt. Danach hat mir geschrieben Nadine Müller, sie möchte auch 2 Stück haben. Ich habe aber nur noch den ohne Aufschrift. Wenn Nadja Müller den haben möchte, dann bitte ganz kurzes Ja. Ist trotzdem alle schön. Anderen sind weg. Kann man auch individuell selber was draufkleben und hier so. Spart dabei einen Euro. Dann haben wir, so Michaela Bader kriegt einen Bilderrahmen. Achso, ja.
Ich hole die Kiste her, gell? Wir haben noch ganz viele. Sandra Achtung. Scholz kriegt ist, auch einen Bilderrahmen. Da ist ein großer noch dabei, den brauche ich später. Ja. Dann Eileen Erhardt kriegt einen Bilderrahmen. Also solange meine Frau die Bestellung aufnimmt, erzähle ich mal noch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, was kann ich denn noch erzählen? Ach so, ja, wir machen auch heute wieder ein paar Auktionen. Auktion läuft bei uns so ab, wir zeigen das, den Artikel, reden kurz drüber, dann läuft die Zeit 2 Minuten. Und dann ist aber so, wenn die 2 Minuten abgelaufen sind, dann wird vom letzten Gebot ab nochmal 30 Sekunden oben drauf geschlagen, weil wir haben eine Verzögerung von bis zu 1 Minute. Das heißt, das, was ich jetzt sage, kommt in 1 Minute bei euch an. Manche haben eine sauschnelle Internetverbindung, die sehen es innerhalb von 10 Sekunden. Manche müssen fast 1 Minute warten und darum ist es sehr ungerecht bei Auktionen. Und darum werden wir die Auktionen automatisch verlängern. eBay hat das früher genauso gemacht, weil sie ja nicht als offizielle Auktionsplattform galten. Und darum setzen wir das jetzt so ein. Funktioniert ganz gut, war auch recht reibungslos eigentlich. Carmen Sadovic hat einen Bilderrahmen, Nicole Weißbrenner habe ich einen. Jessica Wee habe ich einen Bilderrahmen. Bianca Kaczmarek, für dir brauche ich immer die Kundennummer, wenn du was bestellen möchtest. Jetzt gehe ich erstmal weiter. Wer keine Kundennummer schreibt, da kann ich keine Bestellung aufnehmen. So, das war die Ellen Hentis, die kriegt 2-mal. Tanja Scherer kriegt 3 Stück. Jetzt müssen wir langsam mal gucken, wie viele wir noch haben. Jessica Regive kriegt auch einen. Falls ich eure Namen schlecht ausspreche oder falsch ausspreche, dann verzeiht mir. So, was haben wir denn? Dann haben wir hier Nadine Schäfer mit Feuerzeug Nummer 1. Maus, du würdest mir ein Zeichen geben, wenn ich wieder was sagen darf. Gebe ich dir sofort, ja. Kannst so, du da warten? Nadine Müller nimmt das Homeoffice ohne Aufschrift für 8 Euro. Ja. Für 9 Euro, also, sorry. 9 Euro war das, genau. So. Sandra Grün, der Organizer ist jetzt weg. Wie lange macht ihr heute? Das wissen wir leider noch nicht. Das ergibt sich. nicht lang war geplant. Chris Wiegang kriegt 2 Bilderrahmen. Ich kann euch mal was verraten. So, also heute wird es wahrscheinlich bloß 2 Stunden gehen. Aber am Samstag machen wir vielleicht wieder sowas wie Open End oder so. Wir fangen 2 Stunden 19 Uhr an. Aber wie lange es dann gehen wird tatsächlich, das weiß ich nicht. Ich habe hier noch ganz kurz was mich sagen. Hört man ganz leise, haben Sie gerade gesagt. Ist manchmal auch besser. Entschuldigung. Helga, wir schauen mal ganz kurz, warum man mich leise hört. Maus, soll ich dich lauter machen? Mach mal nur einen Tick lauter. Ein Tick, sagt man was? Nadja Müller, deinen Organizer habe ich, ja. Aber frag mal, ob du jetzt tatsächlich lauter bist. Jetzt spreche ich nochmal, sag mir, ob der Ton jetzt gut ist, dann können wir nämlich weitermachen. Ton ist top, also. Ton ist top. Okay, jetzt ist sie noch ein Ticken lauter, aber ich finde es gut, dass ich meine Frau laut und leise machen kann. Ich habe hier für 5 Euro habe ich ein Kopfkissen. Was kann dieses Kopfkissen? Mikrofaser, Polyester, Aloe Vera, Bezug Mikrofaser, 100% Polyester, Füllung 100% Polyester, Größe 70 x 90 cm mit 60 Grad waschbar. Kissen verkauft, wie viel? 5 Euro. 5 Euro, ich verkaufe Nicole Weißbrenner. So. 6,9. Oh, das war zu schnell. Warte, stopp. So, okay. 6,9,4,2. Ich mache jetzt lauter große Sachen, dass wir mal an die kleineren Sachen drankommen. Und darum nehme ich jetzt auch beispielsweise mal hier diesen Sitzsack für Hunde. Ich habe hier einen XXL-Sitzsack für Hunde. Dog Rest Komfort. Der hat 120 x 90 cm, den kann man mit 30 Grad waschen. Man soll ihn nicht in den Trockner schmeißen und auch nicht bügeln. Aber man kann den Bezug hier tatsächlich runter machen. Und der kostet regulär 49 Euro und wir hatten uns 35 dafür vorgestellt. Für das Hundebett oder? Für das Hundekissen. Sitzsack verkauft. Das Fabi, ist ein Hundekissen, ich sag's nochmal. Ja, Fabi Griesinger. Okay. Du hast es jetzt ausführlich erklärt. Okay, gut. Jetzt ach, was habe ich denn hier? Ich habe nochmal was Großes, auch für Hunde. Oh Gott. Geht alles so schnell hier. Ich habe meiner Frau extra einen zweiten Bildschirm hingemacht und sie hat jetzt den ganzen Chatverlauf auf so einem Monitor. Aber die Kommentare machen so. Die kommen so schnell rein heute schon wieder. Haben wir denn überhaupt Zuschauer? Ja, wenn 35. Ich sehe es gar nicht.
Sind ja, das ist wichtig. Ja, was sind wir, haben wir überhaupt Zuschauer? Wir haben 418 Zuschauer, mein Schatz. 418, wir hatten schon mal mehr, aber ich will nicht... Oh, ich wollte es gerade sagen, jetzt hör mal auf. Nein, wir hatten tatsächlich schon mal knapp 500, aber das war, keine Ahnung, was wir da falsch gemacht haben. Bist du gemein, Ingo? Nein, ich bin nicht gemein, ich bin wie immer. Ich habe hier ein Hundekörbchen, da kann man dann sein eigenes Kissen reinmachen. Belehrt mich, wenn ich falsch liege, ich habe selber so ein Teil noch nie benutzt. Ich darf erst eine Badewanne, aber die hat lauter Löcher. Kostet auch regulär 50 Euro. Wir dachten, 30 sind fair. Und irgendwo habe ich gerade noch einen Aufruf. Kein Riss, kein Nix, also es ist alles... Nein, das sind einfach die Löcher, damit das Wasser rausläuft, das der Hund vielleicht mit reinbringt. Hier steht drauf 80 cm. Ich würde gerade noch mal kurz nachmessen, ob das jetzt die Diagonale ist oder die komplette Länge. Und vor allem, was kommt da noch rein? Ist das alleine? Kann man die Wanne alleine kaufen ohne Kissen? Kennt sich da jemand auf? Also ich habe hier tatsächlich eine komplette Länge von Innenmaß 86 cm und eine Tiefe von 53 cm. Und Höhe kann man Kissen reinschmeißen bis zu 23 cm. Also hier Hundeplastikkörbchen für 30 Euro. Okay. The next one. Please. The next one. Huh? Aus dem Bereich Sport. Das ist einmal so ein Balance-Kissen, das kann man sich auf den Stuhl machen und kann dann quasi, während man am Schreibtisch sitzt, trainieren. Und oder man kann auch draufstehen. Die kosten regulär bei uns 24,90. Die, wo ich jetzt hier verkaufe, sind einfach nur die Kissen, so wie es da abgebildet ist. Da kostet 6 Euro. Balance-Kissen für 6 Euro statt 24,90 von B-Max. Habe ich 20 Stück da. Die haben solche Noppen drauf. Verschiedene Farben? Die sind belastbar halt, die haben wir nur in Blau. Da ist auch ein Barcode drauf, damit kann man sich dann auch so einen Workout-Guide runterladen. Das heißt, wie man das Ding richtig benutzt. Es ist BPA-frei, es ist belastbar bis 200 Kilo. Das heißt, ich darf auch mal draufstehen, das probiere ich nämlich jetzt auch gleich mal aus. Also, wenn ich jetzt gleich mit. Balance-Kissen verkauft an Jenny Eisermann. Also, man kann auch drauf hüpfen. Ey, außerdem bin ich hier. Ey, Maus, guck mal, jetzt habe ich die richtige Größe erreicht. Sonja Wolf kriegt 2 Balance-Kissen. Silvia Siebert kriegt 1 Kissen. Sandra Scholz kriegt 1 Kissen. Ah, es ist sogar, es hat 2 Strukturen. Oben hat es feine Noppen und unten hat es Fakirnadeln, also größere Noppen. Das ist einfach gemischt. Kann man sich vielleicht auch ein Popo massieren? Es ist auch wasserdicht. Man kann es also easy to clean, also schön sauber machen. Genau. Michael Auchter bekommt 1. Dann habe ich René Helms. Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 habe ich besetzt. 8. Also wenn es euch zu durcheinander ist, ich versuche jetzt einfach mal die großen Sachen wegzukriegen, dass ich an die kleinen tollen Sachen rankomme. Der Christoph schaut auch zu, liebe Grüße. Und wir haben Top-Artikel, sagt er. Ja, auf jeden Fall. Grüße Susanne nach Dortmund. Susanne Köhnen kriegt 1. Dann habe ich... Oh, wo sind wir denn? Ah, hier. Nadja Müller. Die Ellen Hentis. So, die Carmen zählt meine Striche dann mal schnell durch. Elke Zimmermann kriegt 1. Dann Sabine Klare. Kriegt 1. Muss ich gerade mal lachen hier. Christiane Bosbach. Phoebe und ihr Einhorn. Dana warte Simpson. Ganz kurz, Hase, warte so, ganz ich, kurz. Ich muss warten, es tut mir leid. Ich lese es dann einfach mal alleine. Svenja Frech-Wagner kriegt auch 1. Und einen Schluck trinken könnte ich auch. So, Thomas Ludwig. Und Kerstin Schütt kriegt auch 1. So, jetzt haben wir noch genau 2 Stück. Nee, wie viel? 19 hatten wir. Genau. 19. Also jetzt haben wir noch genau 2 Stück. Eins liegt hier vorne noch. Carmen, habt ihr das? Ah. Petra Müller-Bergmann. Jetzt haben wir noch 1, das letzte Kissen. Wer möchte das letzte Kissen haben? Schlag zu. 1 haben wir noch. Schlag zu. Okay. Du darfst, Hase. Okay, wir haben jetzt Märchenstunde, Phoebe und die Einhörner.
habe ich fünfmal da. Dieses Buch, regulärer Verkaufspreis, liegt bei 8,99 Euro. Wir wollen schlappe 2 Euro dafür haben. Das ist so ein Comic, wahrscheinlich für Mädchen. Und da geht es halt um so ein Einhorn. Da geht es halt um so ein Einhorn. Ja, total. Hier, so sieht es hier aus. Habe ich 5 Bücher da, nagelneu, unbenutzt. Retourware natürlich. Ach so. Phoebe, verkauft. Wann brauchst du gar nicht weiterreden? Also ich komme nicht mehr hinterher, warte. Okay. Ich habe heute ganz viele Bücher in meinem Programm. Was ich noch sagen wollte, wir sind der Retouren-King. Niki Künzer einmal. Das heißt, wir handeln mit Retouren. Das heißt, die Artikel, die wir verkaufen, Sandra haben alle Sommer irgendwie mal Buch. Schon eine Reise hinter sich gehabt. Entweder Vanessa waren sie mal beim Schimanski. Kunden, sind zurückgeschickt worden, wegen nicht gefallen. Oder es ist irgendwo mal eine kleine Ecke abgebrochen oder ein kleiner Schönheitsfehler. Dann kommen die Sachen zu uns, wir prüfen die und alles, was wir noch für verkehrsfähig halten, und das Stephanie bieten wir hier Kings. An. Oder in unserem Onlineshop unter retourenking.de. Schaut mal rein, wir haben tolle Angebote drin und es wächst auch täglich. Wir kriegen täglich neue Lieferanten, wir kriegen wahnsinnig viel Ware aktuell zugeschickt. Wir kommen gar nicht mehr hinterher. Es ist brutal, was momentan hier abgeht. Bücher sind aus. Bücher sind aus. Okay, dann mache ich wieder weiter Maus. Okay, es tut mir tatsächlich wirklich leid. Ich habe heute tatsächlich versucht, alles so ein bisschen Niki, themenbedingt, das letzte Kissen. Themenbedingt hier zu ordnen. Aber es war echt schier unmöglich. Die Mitarbeiter haben andauernd Ware hochgetragen und irgendwie wurde es immer mehr. Ich habe es dann immer irgendwann mal oben drauflegen müssen. Also ich mache es einfach mal wild durcheinander. Okay, Achtung, hier beispielsweise haben wir was aus der Sendung von die Retourenprofis. Die laufen übrigens täglich von 15 Uhr bis 16 Uhr in der Neuausstrahlung und von 16 bis 17 Uhr in der Wiederholung. Und aus dieser Sendung haben wir hier eine Autoteilepalette ersteigert. Da haben wir uns aber wahnsinnig gefreut über die Palette. Da haben wir übrigens auch noch 2 Highlight-Produkte, die zeige ich euch nämlich nachher. Und jetzt habe ich hier erstmal für euch einen... Ingo redet wie ein Maschinengewehr. Achso, soll ich langsamer reden? Achso, Entschuldigung. Ich habe hier eine Sitzauflage im Lederlook. Komfort für Auto, Büro und Freizeit. Nicht nur für Sportsitze und Sitze mit integriertem Kopfstütze geeignet, Seitenairbag geeignet. Sicherheitshinweis. Okay, das erzähle ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, regulärer Verkaufspreis ist 14,90 Euro. Wir bieten jetzt hier diese Auflagen an für 8 Euro das Stück. Könnt ihr euren Sitz ein bisschen aufhübschen im Auto oder den Bürostuhl noch mal ein bisschen hier. Es ist ein Lederlook mit Blau und Braun. Haben wir insgesamt 10 Stück da. Er ist schadstoffgeprüft, er ist für Airbag geeignet, man kann ihn mit der Hand waschen. Sicherheitshinweis, die Sitzauflage ist bei jedem B- und Endsteigen aus dem Fahrzeug auf korrekte Befestigung und Sitzposition zu prüfen. Sollte die Sitzauflage verschoben sein, bitte neu positionieren. Das ist ein sehr wertvoller Hinweis, manche vergessen es unter Umständen. Okay, ich habe auf jeden Fall hier von diesen Sitzauflagen 10 Stück für 8 Euro. Und ihr helft uns damit ein Stück weit zum Tagessieg, weil der rückt mit der Palette absolut in Ferne. Wir haben echt Hoffnung, dass wir ein paar Sachen heute verkaufen und dort sind noch... Du sollst, es sagen ganz viele, du sollst bitte langsamer sprechen. Ich versuche langsamer zu reden. Das liegt mir besonders gut, das langsame Reden. Also Leute, er kann das nicht. Das wäre jetzt absolute Folter für ihn. Er kann nicht. Das ist aber auch das, was dich ausmacht. Das ist ein Markenzeichen von mir. Aber ich versuche trotzdem jetzt langsam zu sprechen. Ich habe hier eine Autositzauflage. Komfort für Auto, Büro und Freizeit, nicht für Sportsitze und Sitze mit integriertem Kopfstützen geeignet. Aber für einen Bürostuhl beispielsweise statt 14,90 Euro verlangen wir nur 8 Euro. Ich lege es mal auf die Seite. Langsam sprechen, ich aber schnell. Ich liebe den Schnellsappler. Langsam reden, aber schnell arbeiten. Oder wie war das hier? Ich habe hier verschiedene Handtaschen. Es wird aber so sein, dass ich immer nur ein Modell hochzeige, damit meine Frau bei der Bestellaufnahme nicht durcheinander kommt. Ich kann so nicht reden. Es tut mir leid. Ich habe es wirklich versucht. Aber eine Sitzauflage an Michaela Pader. Super, danke. Danke für die Erlösung. Okay, ich habe hier tatsächlich viele verschiedene Handtaschen. Sitzauflage. Ich zeige sie alle einzeln. Ja. Das heißt, ich zeige eine Handtasche, dann zeige ich dir 3, 4 andere Produkte. Einfach. Und dann, hier, bitteschön. Dann geht es weiter. Ich habe diese Handtasche Betty Jetten verkauft. Darf ich bitte ausreden? Also ich wollte noch ganz kurz sagen, ich zeige ganz viele Handtaschen. Die sind alle aus Echtleder und zwar von der Firma Meyer Lederwaren. Ich habe noch gar keinen Preis gesagt. Ja, sie möchte sie halt haben. Sagst du den Preis, dann möchtest du sie haben. Und dann schreibst du bitte drauf.
Maus, sag mir den Preis für diese Handtasche. 10 Euro. Ja, jetzt ist sie schon. Okay, die erste Handtasche haben wir jetzt halt mal rausgehauen für einen Zehner. Michaela Bader hat gern 2 Sitzauflagen. Die Sitzauflagen habe ich, wo habe ich denn die versteckt? Die Sitzauflagen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube es nicht, aber... Wisst ihr, wo die Sitzauflagen sind? Jetzt habe ich meine Sitzauflagen verloren. Ah, ich habe sie gefunden. Moment, es tut mir leid, passiert normalerweise nicht. So, hier sind die Sitzauflagen. Das Handtäschchen ist schon verkauft. Okay, wir machen jetzt weiter mit was, oh, was ganz Besonderes. Soll ich dir da nochmal eine Nummer draufschreiben, komm? 881, schreibe ich dir gleich nochmal drauf. Also eine hatte ich. Die hat jetzt 2, so. Das ist die 2. für sie. Und zwar habe ich gefunden, das ist ein Kissenbezug. Und zwar hat er die Maße 80 x 1,20. Und was fällt da jedem erfahrenen Retourenprofi ein? Das sind die, genau die Maße von einer Europalette. Genau. Also wenn ihr irgendwo noch ein altes Stück Schaumstoff habt oder alte Kissen, könnt ihr das genau da reinstopfen und könnt euch eine Palettenlounge bauen, bestehend aus einem Sitzsack und 2 Paletten. Kostet bei uns nur 8 Euro und das Ding ist richtig wertig, geiler, dicker Stoff. Ich bin total begeistert, wenn ich noch Platz hätte, würde ich mir selber das Ding irgendwo hinstellen. 8 Euro für diesen Kissenbezug, er ist wirklich... Also passt genau für eine Europalette. Ja, 1,20, ich habe es abgemessen und er ist extrem reißfest und wetterfest. Ein Sitzbezug für 8 Euro, 1,20 mal 80. So, Kissenbezug verkauft an Nadja Müller. Weil jetzt ist der Kissenbezug weg, jetzt kann ich nämlich die Schätze aus dieser Tasche verkaufen. Apropos Tasche. Das war wie viel Euro? Für wie viel hast du es verkauft? 8 Euro. Maus, hat mir überhaupt recherchiert wegen dem Preis? Ja, klar. Oh, jetzt habt ihr den absoluten Schnapper. Und zwar, ich war neulich auf der Suche, wir sind in letzter Zeit öfters mal im Hotel unterwegs. Und was ist übler, wie da aus dem Koffer der Zahnpasta das ganze Zeug rauszugruscheln, habe ich mir gekauft einen Kulturbeutel. Ich wollte einen schwarzen und meiner Frau habe ich einen pinkfarbenen gekauft. Und was sehe ich heute bei mir im Lager? Eine ganze Kiste voll mit Kulturbeuteln. Und guck dir mal die schicken Teile an. Ich habe ewig gesucht, bis ich solche intelligenten Dinger gefunden habe. Die haben jetzt hier tatsächlich, achso, ich habe 22 Stück und einer kostet 8 Euro. Regulärer Preis ist 23 Euro. Also, man kann den hier aufmachen. Nee, 22,99. Hier haben wir einen Seitentag. 22 Stück sind es nicht. Wie viel haben wir denn? 22,99 ist der reguläre Preis. Ja, das habe ich gerade gesagt. Also, ich habe hier so ein tolles Seitenfach, beispielsweise für mein Duschgel. Andererseits habe ich nochmal so ein tolles Seitenfach für Zahnpasta und Zahnbürste. Wunderbar. Und jetzt habe ich hier in der Mitte auch nochmal einen Reißverschluss. Das ist gigantisch, das Ding. Allerdings fehlt manchmal... So, Achtung! Das sind Retourware. Manchmal fehlt leider dieses kleine Spiegelchen. Oder wie in diesem Fall, normalerweise gehört da irgendwo noch so ein kleiner Metallhaken mit dazu, dass man das im Restaurant oder im Hotelzimmerbad aufhängen kann. Aber ansonsten habe ich hier einen echt funktionellen, guten Kulturbeutel, den man auch mit ins Freibad nehmen kann, beispielsweise Duschgel rein, Zahnpasta rein. Ich habe immer Fenistil mit dabei. Okay. Und Frauenhygieneprodukte von meiner Frau. Echt? Hat er Glück gehabt? Es sind genau 22, das habe ich doch vorhin gezählt. Ich weiß doch, was ich hier verkaufe. So, und also verkauft einmal Petra Konitzko eine Kulturtasche. Anja Vogt eine Kulturtasche. Harald Schlatterer. Also wirklich ultra geschickt. Sabine Rummel kriegt 2. Vanessa Müller kriegt 1. Daniela Jäger kriegt auch 1. Nee, die kriegt sogar 2. Nancy Radloff kriegt 1. 6, 7. Nicole Fee kriegt auch eine Kulturtasche. So, dann haben wir Christiane Mattis. Haben wir auch einen Beutel. Dann Yvonne Otto kriegt 5 Kulturbeutel. Oh. Das ist natürlich große Familie. Ich habe noch von meinen Bilderrahmen, die sind echt, also ich würde sie gerne selber verwenden. Problem ist bei uns, wenn ich die bei mir aufs Regal stelle, dann habe ich so einen kleinen Terrorzweig, der läuft vorbei, macht die ganze Zeit ding, 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 ding und schmeißt alle um. Sonst hätte ich die schon lange verhaftet bei mir daheim auf der Kommode. Thomas Ludwig kriegt einen. Für Bilder mit 10x15 Format. Regine Stemmann kriegt einen. 10x15 passt. Elke Vetter-Schaler. Kriegt auch einen Beutel.
Wir zählen jetzt noch einmal durch, wie viele wir noch haben. Julchen Müller kriegt noch einen. Und die Schuck-Conny hat leider keine Kundennummer dazu geschrieben. Das kann ich leider nicht akzeptieren. Und den letzten Kulturbeutel geht an Silvia Faulbecker. Dann sind alle Kulturbeutel weg. Gut. Übrig geblieben beim letzten Live-Shopping habe ich hier eine Double Wall Vacuum Insulated Stainless BPA-Free Trinkflasche. Was ich übersetze mal, das ist eine doppelwandige Vakuumflasche, die auch kühl bleibt mit 530 Milliliter für 6 Euro. Da kann man sein Getränk reinmachen, morgens Kaffee oder Sprudel oder irgendwas auch immer. Der Nick hat das ganz toll auch im Dings dabei. Ist ein Einzelstück für 6 Euro, ist beim letzten Live-Shopping liegen geblieben. Wurde leider nicht abgeholt und bezahlt. 6 Trinkflasche Euro. Verkauft Petra Konitschko. Ich habe noch von meinen wunderschönen Bilderrahmen, ich zeige es dir nochmal, jetzt darf ich nämlich wieder was sagen. So sehen die aus. Absolut cooles Zeug. Mir gefallen sie sehr gut, weil ich stehe auf Ecken und Kanten. Habe ja selber einige. Hab noch ein paar von denen. Wo war der Preis für die Bilderrahmen? Die Bilderrahmen, ja. 5 Euro. Ah, nichts falsch gemacht. Prima. Okay. Wir machen weiter. Wir segeln ja bald in Urlaub. Und da habe ich mir vier gedacht, Wochen noch sind es, gell? Ich zähle schon die Tage. Wir fahren am 29. an den Hafen, dann segeln wir mit dem Schiff nach Fuerte. Und darum habe ich gedacht, ich verkaufe euch hier meine Santa Maria. Davon habe ich noch einige. So sieht es hier aus. Das ist so ein ganz kleines Modellbauschiff. Ein Dreimaster quasi. Ich habe gezählt, das müsste eigentlich stimmen. Kommt in dieser Verpackung hier an. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich nicht die Santa Maria. Wie heißt das Schiff hier? Doch, die heißt Santa Maria. Die heißt Santa Maria, natürlich. Ich weiß es doch. Ja, logisch. Sie ist handgemacht. So ein Schifflein kostet hier schlappe 8 Euro. Bilderrahmen verkauft Katrin Betzi. Zeig's doch mal hier. Macht sich ganz schlau. Gerade wenn man irgendwelche. Was kostet das Schiff? 8 Euro. Macht sich ganz schlau, wenn man gerade so Kindergeburtstage ausrichten tut. Beispielsweise so eine Jack Sparrow Party, Fluch der Karibik. Susanne Köhnen kriegt auch einen Bilderrahmen. Also ganz schlau. Wir haben beispielsweise jetzt für den Nick, der hat so eine Schatzkiste bauen müssen. Da haben wir auch eins oben drauf geklebt oder so. Ist auch schön zum Basteln oder im Regal. Ist natürlich ein Dekoartikel, kein Spielzeug für Kinder. Sandra Sommer kriegt ein Schiff. Ein Schifflein. Moment, ich habe noch einige. Warte, ich gebe Bianca Mack kriegt auch ein Schiff. 40 Stück an der Zahl haben wir. Ihr könnt also kräftig einkaufen. Sind es 40 Stück? Also da haben wir ganz viele. 8 Euro. Später zeige ich noch eine Miniaturversion, aber das ist dann erst später, dass man durcheinander kommt wegen den Bestellungen. Ein Schifflein. Ich erinnere noch ganz kurz an unsere Jetfeuerzeuge. So günstig kommt dann niemals mit dran. Bei Amazon kosten die 19 Euro und mehr. Achtung, da haben wir den Dreiflammen. Warte, geht auf. Dreiflammen. Da kann man Zigarren und andere dicke Sachen anzünden. Was sind denn andere dicke Sachen? Es gibt auch dicke Zigaretten, ich weiß nicht so ganz genau, ich kenne mich da nicht aus. Ach so, du meinst so Alternativzigaretten, selber gedrehte irgendwas. Also dann haben wir hier den im Sibu-Style tatsächlich hier mit 2 Jets. Und wir haben den Einjet, den einfachen hier für Michaela Kerzen Bader oder sowas. Feuerzeug kostet 6 Euro. Wir haben das Modell mit einem Jet, Modell 1. Das Modell mit 2 Jets, Modell 2. Ein Bilderrahmen. Und Modell 3 ist das mit den 3 Jets. 6 Euro. Regulärer Verkaufspreis kostet Amazon 19,90. War ein komischer Satz, gell? Okay. Also mein Boot stelle ich mir jetzt mal wieder weg. Jetzt habe ich nämlich langsam wieder... Oder du stellst es irgendwie in den Hintergrund, dass man es weiterhin sieht. Ach so, mein Boot, genau. Also mein Boot ist ein Schiff oder eine Yacht. Ein Dreimaster. So. Jetzt Achtung. Ich mache es nur, weil mich es wahnsinnig interessiert. Ich bin echt gespannt. Warte mal, Feuerzeug habe ich hier. Oh Gott, jetzt geht's los. Warte. Feuerzeug Thomas Ludwig. Achso, solange du sie verkaufst, kann ich sie auch nochmal zeigen. Kriegt zweimal Feuerzeug Nummer 3. Das ist nämlich das hier. Das dann haben wir Sebastian Schriever, kriegt Modell Nummer 3 einmal. Ich brauche unbedingt meine Kamera hier. Mal dann Sabine Rummel kriegt Nummer 1 einmal. Ich habe es schon lange nicht mehr gefüllt. Ich habe die immer hier bloß in meiner Show. Das ist so ein Dauerläufer, also wirklich für Zigarren. Da kann man wohl das Mundstück hier ein Loch reinmachen, wenn die ganz zu sind, hat mir mal jemand erklärt. Man kann unten natürlich auch die Flammengröße einstellen. Aber eigentlich, das ist doch rammelvoll. Da muss doch hier was gehen. Silke Klöckner, sag mir mal kurz deine Kundennummer, dann schauen wir noch mal nach.
Also eigentlich zeigst du doch voll an. Doch, da ist doch. Es sieht so aus, als wäre was drin. Ah! Oh, guck mal hier, jetzt. Damit kann man auch Kaugummiautomaten aufmachen. Sag mal. Das hätte ich mir früher gewünscht, wo ich klein war. Also es gibt ja gar keine mehr, Gott sei Dank. Mittlerweile sind ja mit Sicherheitsglas und so. Aber früher war das noch Kunststoff und da stehen wir die Finger verbrannt am Kaugummiautomaten. Genau, jetzt küsst der Kondomautomat. So, Silke Klöckner kriegt einen Bilderrahmen. Achso, ich zeig nochmal. Achso. Wir haben noch zwei Bilderrahmen, Leute, wir haben noch zwei Stück. So, jetzt bin ich mal gespannt hier, ob wir das verkaufen können. Was ist das? Das ist keine Frist. Also wir haben eine Wette am Laufen. Ich sag, wir verkaufen es nicht. Ingo sagt, wir verkaufen es. Also nein, bei mir, ich bin halt einfach Optimist. Was ist das? Das ist ein Lenkradschoner. Der hat einen Durchmesser von 37 bis 39 cm. Dann muss man irgendwie über das Lenkrad drüber ziehen. Dann kriegt man im Winter kalte Finger nicht. Oder man rutscht am Lenkrad nicht ab. Kalte Finger nicht. Kostet regulär 15 Euro. Und wir haben gedacht, kommt die Hälfte ungefähr, wären 8 Euro. Wir haben 6 von diesen Lenkradschonern. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas vorlesen kann, was den einen oder anderen vielleicht zum Kauf überreden könnte. Katja Henkel, was möchtest du für deine Kundennummer jetzt kaufen? Lenkradhüllen Soft. Was kann das hier? Oh, geht schon los. Oh, Thorsten Müller, zweimal Lenkradschutz. Der weiß, um was es geht. Ich habe ja schon gedacht, dass ich das hier beim Fahrrad drüber ziehe, dass man hier das Profil schont oder so. Also, Fabi Griesinger, einmal Lenkradschutz. Maus, das gewinne ich denn eigentlich bei... Was ich habe die Wette, glaube ich, verloren. So, der letzte Bilderrahmen kriegt Katrin. Das ist jetzt ein Lenkradschutz. Genau. Achso, das ist übrigens auch von dieser Mopalette. Katrin Betzi kriegt einen Bilderrahmen. Und zwar, ich erzähle euch... Darf ich das eigentlich erzählen? Ich weiß. Warte mal ganz kurz. Ich darf es, glaube ich, nicht erzählen. Die kriegt einen Bilderrahmen. Darf ich das spoilern? Oh. Ah, zwei Bilderrahmen. Also, dann nimmt die beiden. Ich bin jetzt gerade hin- und herzweifeln. Ich darf gerade nicht so viel erzählen, gell, von nicht ausgestrahlten Sendungen. Warte mal, bloß rot. Dann Stefanie kriegt Lenkrad. Aber wir sind noch in der privaten Gruppe, da kann ich doch aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Also ich darf gar nicht plaudern. Pink habe ich keins, wir haben nur die Lenkradschutz in Rot. Wie viele haben wir denn noch? Zwei Stück. Es waren insgesamt 6 Stück. 2 Stück haben wir noch, dann kriegt, pass auf. Sigrid Appel kriegt eins. 082. Und der letzte Lenkradschoner geht an Ingrid Kranich. So, hast du mein Schatz. Darf ich weitermachen? Mhm. Das läuft ja wie am Schnürchen. Ihr seid super. Also nicht nur meine Mitarbeiter, sondern ihr Zuschauer natürlich auch. Ja, vor allem die Zuschauer. Also die Zuschauer, ohne euch wäre das ja gar nicht möglich. Ihr habt uns ja zu dem gemacht, ihr seid ja sehr leidensfähig scheinbar und verlangt immer wieder, dass wir hier vor der Kamera hier schnell reden. Aber ich versuche tatsächlich langsam zu reden. Achso, wir haben immer noch hier von unseren Sitzauflagen, jetzt habe ich das hergegeben, wo mein Preis drauf stand, was ich gesagt, 14,90 Euro und wir verkaufen es, glaube ich, für 8 Euro. Also das ist so eine Ledersitzauflage für Bürostühle oder für Autositze. Nicht Leder, nur Lederlook. Entschuldigung, war für sehr viel. Bitte nichts Lederlook. Was Falsches hier sagen. Ach, da steht mein Preis, da habe ich nämlich draufgeschrieben. Und so kann man das sich dann auch mal vorstellen. So wird es nämlich tatsächlich befestigt hier am Bürostuhl oder halt am Autositz, wenn er ziemlich abgewetzt ist. Oder wenn man einfach nicht will, dass er beispielsweise bei Regen, wenn man mit dem Hund draußen war, schmutzig wird, dann legt man das einfach unter. Für 7 Euro kann man eigentlich nicht viel falsch... Für 8 Euro. Für 8 Euro kann wir man... Wir haben heute schon einen langen Drehtag hinter uns. Ah ja, und gestern auch schon. Gestern auch schon. Ja, also das war jetzt nochmal hier zur Erinnerung. Ich lege es einfach mal hin. Wenn ihr es nicht kauft, zeige ich es halt ständig in die Kamera. Wir machen weiter mit meinem Haushaltsgerät. Ich habe hier noch übrig einen Grill. Einen Barbecue-Grill mit Gestell. Aber das ist auch schon ein elektrisches Gerät. Ja, oder? Oh, Hilfe. Hilfe. Easy to gehen. Es ist einfach ein Elektrogrill von Severin. Ja, das wollte ich gerade sagen. Aufstellen, kann aber auch auf dem Tisch abgestellt werden. Also ich helfe gern meinem Mann weiter, wenn du das Produkt kennst, weil ich sehe nämlich kein Kabel. Ich kann mich noch daran erinnern von deinem letzten Gesabbel. Weil habe ich da genauso rumgestammelt? Ja. Ach so, ja gut, es ist auch echt untypisch, dass nicht mal draufsteht, wie viel Volt das Ding braucht. Also normalerweise schreibt der Hersteller drauf, was das Ding eigentlich kann. Aber du sollst vielleicht einen Preis sagen, dann entscheiden sich die Leute. Okay, ich will 40 Euro dafür. So Leute, befreit bitte Ingo für das Ganze.
Ist da wirklich ein Kabel dran? Ich kann es immer noch nicht glauben. Ah, ich sehe ein Kabel. Okay, ist ein Tischgrill elektrischer Art. Ich zeige jetzt bloß mal den Karton. Mehr brauche ich. Er ist auf jeden Fall vollständig. Ich habe es überprüft. Barbecue Grill, eine Grillplatte gerippt für perfektes Branding. Gesundes Grillen dank integriertem Fettablauf. Thermostatträger zur Einstellung der Temperatur. Leichte Reinigung dank abnehmbarer Grillplatte und Auffangschale. Stabiles Untergestell mit Ablagerost. Das kann der alles. Was kann ich noch lesen hier? Grill Branding, Oil Drop Tray, also er hat eine Ölablaufschale. Temperaturkontrolle, easy to clean. Ich würde euch gerne technische Daten vorlesen, aber die habe ich nicht. Da steht was hier. So, genau. Jetzt befreit Ingo von diesem Der Grill. Hat 2200 Watt. Oh, wow. Und wenn Sie jetzt gleich zuschlagen und wenn Sie jetzt gleich kaufen, dann bekommen Sie... Maus, du bist im falschen Kanal. Ach so, ups, Entschuldigung. Muss ich umschalten. Okay, sorry. So, okay. Wie kann man denn sowas... Zweimal Sitzauflage, 8 Euro an Tanja Pfister. So. Halt, stopp. Ach so, ja, okay. Den Namen habe ich heute schon mal gehört, oder? Ja. Ja. Ich kaufe aber auch öfters bei uns ein. Ach so, okay. So, und dann haben wir hier die Käuferin des Wahnsinnsgrills, die Regina Steinert, für 40 Euro. Das freut Herzlichen uns sehr. Herzlichen Glückwunsch. Okay, bitteschön. Gut, danke für die Erlösung. Ich muss mich einfach besser vorbereiten. Aber bitte auch bezahlen, weil er ist letztes Mal stehen geblieben. Ja, genau, das ist auch ein Überbleibsel. Da habe ich letztes Mal mich schon schwer getan. Oh, was haben wir denn hier? Ich sage jetzt mal, diese Handtasche kostet 20 Euro, weil es ja um einiges größer ist. Sehe ich auch wieder vom Herr Meier. Vom Meier Lederbahn. Ich halte sie mal in die Kamera. So sieht die aus. Eine wunderschöne Handtasche mit so einer tollen Kette hier dran. Hier. Macht auch was her. Man kann, heißt es hier Klatsch, wenn man sie so... Wenn man sie ohne Gurt trägt, wäre es eine Klatsch. Ach so, da ist ein Gurt dran, ist also keine Klatsch. Nein, a Crossover kann man sie tragen. Crossover, so wie ich Handtasche sehe. Verkauft an die Schröers. Zeigst du mal, dass es euch in Gang ist. Nächstes Mal einfach schneller sein. Also sie sind alle nagelneu. Pfennig ganz, wie mir so im Schwabeländle sorgen würde. Hajo. Hajo, genau. Hajo. Was haben wir denn noch? Ach, wir haben nochmal so einen Mehrfachartikel. Und zwar auch wieder von der Autopalette vom Mo. Das war übrigens eine Mystery-Palette. Da waren wir auch wirklich überrascht, was da drin ist. Überrascht? Überrascht. Wir haben hier einen Kofferraum-Organizer. Ach, halt, Moment, ich nehme den da. Da habe ich nämlich was draufgeschrieben. Wir haben hier einen Kofferraum-Organizer. Den kann man hier per Klett im Auto festmachen und kann dann besonders strapazierfähig und pflegeleichtes Material. Klettverschluss am Boden und Seite zur rutschsicheren Befestigung inklusive praktischer Seitentasche. Länge 50 cm, Tiefe 15 cm, Höhe 23 cm. Da kann man alles Mögliche reinmachen, zum Beispiel sein Warndreieck, Verbandskasten. Ich habe ganz viel Putzmittel da drin. Kostet regulär 24,90 Euro. Wir dachten uns 12 Euro. Kofferraumorganizer verkauft. Wie viele haben wir denn? Wir haben insgesamt 10 oder 12 Fabi Stück. Griesige. Wir haben 10 Stück, 12 Euro. Kofferraumorganizer. Hast du euch verkauft? Noch 9 am Lager. So, ich hole den mal trotzdem raus. Thorsten hier. Müller einen verkauft. Hier ist dieser Klettstreifen. Den kann man natürlich 10? Dann auch an seinem Auto festkleben. Und dann ist es echt. Bianca Groß. Ich mache den jetzt mal auf hier. Achso, nee. So. Bianca Groß wollte die Tasche. Nein, da ist leider zu spät. Die Tasche ist schon weg, Schatz. So. Das tut mir leid. So, und ist eigentlich ganz cool. Da steht gut hier drauf. Hat oben einen Tragegriff mit dabei. Kann man am Auto festmachen, dann fliegt es auch nicht weg. Und man kann, ich habe auch oftmals drin meine Einkaufstaschen, weil man hat ja mittlerweile ungefähr 100 Tüten im Auto. Weil jedes Mal, wenn man in den Laden geht, vergisst man eine, kauft eine neue. Und Susanne Köhnen, einen Organizer. Marianne Stiller, einen Organizer. Sandra Scholz hat auch einen. Ich habe jetzt noch 5. Dann haben wir Michaela Bader, kriegt einen. Das ist das sind diese Netze. Ich habe die, glaube ich, gezählt. Marianne, haben wir 40 Stück. Alles gut? Haben wir 40 Stück, habe ich gezählt. Ich zeige Ihnen mal, echt cooles Design, gut hier. Hier unten kann man es dann festmachen, dass er bodenmäßig nicht wegrutscht. Und dann hier hinten nochmal, dass er auch nicht umkippen tut. Ich habe so selber zwei so Lommeldinger, die sind nicht so schön wie das da. Leider. Lommelding. Ja, das ist so wie so Jutestoff ist das quasi. Also du weißt, dass der Großteil unserer Kundschaft, die zusieht, nicht aus unserem Raum. Okay, ich muss gestehen, ich habe tatsächlich mal reingeschaut. Bei Facebook kann man tatsächlich gucken, wo kommen denn die ganzen Leute so her. Und die wenigsten kommen aus dem Schwabenland. Also die verstehen dich auch manchmal dann halt so. Einfach nicht. Ach so, dann liegt es gar nicht am schnellen Reden, sondern einfach, weil,
Weil nein, deswegen musst du langsamer sprechen, weil sie die sonst nicht verstehen. Ja. So, Diana Jäger hat noch einen Organizer gekriegt. Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt haben wir noch drei Stück. Bitte ich kann noch aber einen dazu an Sandra Scholz. Du kriegst noch einen. Ich kann eine lustige Geschichte erzählen. Wir kriegen ja auch ab und zu mal solche Anrufe von Leuten, wo man nicht verstehen. Die kommen dann aus dem tiefsten Bayern und dann brüllen die das so ins Telefon. Jo, ich verstehe kein Wort, aber die versuchen aber tatsächlich nicht mal einen Meter so viel Hochdeutsch zu sprechen. Stefan Noppinger, einen. Jetzt haben wir noch einen. Dann sind alle weg. Also der letzte aus meiner Hand. Ich packe ihn dann wieder ein in die Originalverpackung. Er ist also tatsächlich neu und unbenutzt. Ich habe bloß kurz auf Funktion überprüft und demonstriert damit. Ein Vorführgerät quasi. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Denkt dran, am Samstagabend, ihr habt es euch ja scheinbar gewünscht, ihr wolltet am Samstagabend uns sehen und nicht lieber den Tatort oder so. Am Samstagabend machen wir wieder auch so ein Live-Shopping mit anderen Produkten natürlich. Startet auch Mike um 19 Kaufmann Uhr. Hat den letzten gekauft, dann sind alle weg. Wir starten sehr um 19 gut. Uhr und ich sage jetzt mal so unter vorgehaltener Hand, Open End. Wir werden zwar keine 9 Stunden hinkriegen, das auf jeden Fall nicht. Es ist aber so, dass wir vielleicht einen Babysitter haben. Hallo Oma. und darum, wir können vielleicht ein bisschen mehr machen. Ich habe jetzt auch schon die letzten Tage unsere Mitarbeiterware überprüfen lassen. Ich habe da mal 6 Paletten von den Regalen runterholen lassen, verschiedenste Haushaltsart. Wir haben dann auch noch auf der einen Palette, haben wir diesen Kühlschrank drauf. Haben wir den schon gepostet eigentlich? Nein, der wird am Sonntag gepostet. Am Sonntag posten wir einen Retro-Kühlschrank. UVP liegt bei 999 Euro. Wir müssen ihn im Rahmen der Retourenprofis verkaufen. Und es wäre ganz toll, wenn wir einen Käufer hier bei uns vor Ort finden würden, der vor der Kamera kauft. Oder wir fahren auch im Umkreis von, ich sage jetzt mal, 30 bis 40 Kilometer auch irgendwo hin. Vielleicht ein Restaurant, eine coole Bäckerei oder irgendein anderer Laden, wo dieser Kühlschrank, der ist übrigens mintgrün, Retro-Style, super hinpasst. Lenkradschoner haben wir keine mehr. Lenkradschoner sind aus. Ich mache jetzt weiter, ich rede zu viel, gell? Ich erinnere nochmal ganz kurz hier, diese Wahnsinn-Leder-Look-Auflage hier, die uns auch zum Tagessieg helfen könnte. Jeder einzelne Euro führt uns zum Tagessieg. Und der ist uns genauso wichtig wie euch. Und bei der Palette ist umso wichtiger, weil da haben wir, glaube ich, ein paar Euro zu viel wahrscheinlich bezahlt. Ja, also, aber wir wollten nicht leer nach Hause gehen. Wir brauchen ja Ware auch für euch. Mittlerweile wollen alle Händler ums Verrecken eine Palette. Und darum muss man jetzt halt auch manchmal überpacen und ein bisschen zu viel Geld bezahlen. Wird ganz spannend. Ich kann euch versprechen, die nächste Versteigerung. Marianne Stiller kriegt eine Auflage. Vielen Dank, das ist ja mehr eine Spende quasi. Wenn die Auflage nicht willst, dann sag einfach Bescheid. Und du nein, ich mache nur Spaß. Das ist halt wirklich eine tolle Auflage. Okay, ich zeige es dir noch ein paar Mal hier, solange wir weg sind. Wir machen weiter mit, wie wär's denn mit einer Handtasche? Hundebedarf wäre dann auch wieder gefragt. Die jetzt von mir gezeigte Handtasche wird kosten 15 Euro. Die erste für 10 war ein absoluter Schnapper. Die hier kostet 15 Euro. Da haben wir hier, was ist das? Ist das Türkis? Mintgrün, ja. Mintgrün natürlich. Auch von Meyer Lederbahn. Kann man die eigentlich erkennen hier so wunderschön, wie ich die hier zeige? Ja, wunderschön. Okay. Tasche verkauft zu seine Könen. Ich habe noch welche, ihr braucht euch nicht hier die Haare raufen. Ich habe noch ganz viele Taschen, ich zeige sie bloß eine nach dem anderen. Und was man jetzt auch die noch Auflage waren 8 Euro der Preis. Genau. Wir haben noch mehrere. Und zwar wollte ich eigentlich, ich mit meiner Frau zusammen Motorrad fahren. Und da habe ich mich so gefreut, wo auf der Palette, Maus, jetzt musst du mal kommen, wo auf der Palette tatsächlich auch eine Motorradjacke mal mit dabei war. Wäre auch fast die richtige Größe gewesen. Aber ich habe leider zu große Hupen. Mück. Aber die wollte ich ja so. Also das ist eigentlich Größe M. Und ich glaube, ich habe auch ein bisschen zu lange Arme, aber also. Es ist eine wild hübsche, wunderschöne Jacke. Übrigens, die kostet bei Amazon nur 69 Euro. Wir dachten aber eigentlich, für einen Fuffi geben wir sie her. Warte mal, ich mache es ja auch noch zu. Also es werden jetzt meine Herbert, Hans und Franz da reinkriegen. Hans und Franz, ihr kennt sie ja, gell? Aber es ist, also bei Hans und Franz spannt es jetzt halt einfach ein bisschen. Deswegen habe ich gesagt, Hasse, ich möchte eine Nummer größer. Aber, ey. Sieht die nicht cool aus? Also ich finde es echt heiß. Ach, du musst wieder ausziehen. Ja, heiß, ich finde das wirklich heiß. Wir haben das Fenster zu, damit es nicht so laut ist. Okay. Aber vielleicht haben wir ja schon Glück und es hat jemand gekauft, ja? Aber nicht traurig sein, die Männer der Schöpfung dürfen. Ich habe genau das gleiche Modell quasi in Schwarz für Männer. Die zeige ich auch gleich. Bloß machen wir dann eine kleine künstlerische Pause. Ist die Jacke vielleicht schon verkauft? Mm-mm. Keiner will die Jacke. Mit der Demonstration. Ich bin entsetzt. Ich mache weiter mit einer
doppelwandigen Vakuumflasche, 950 Milliliter für 8 Euro. Auch übrig geblieben vom letzten Live-Shopping, Einzelstück. Trinkflasche, 800, was habe ich gesagt? 950 Milliliter. Trinkflasche, 8 Euro. Ob man die Einkäufe von heute und Samstag kombinieren kann? Halt eigentlich prinzipiell, das Problem ist, wir können natürlich die Aufträge von einem Tag zusammenfassen und rausschicken, aber vom zweiten Mal, ihr meint wegen den Versandkosten, gell? Lieber nicht. Dann kauft lieber so viel, weil wir haben auch, das Problem ist, wir haben auch echt wenig Platz. Ja, erstens haben wir keinen Platz. Trinkflasche verkauft an Rüdiger Schorer. Ich höre auf zu reden. Habe ich eigentlich über... Nee, wir haben zu wenig Platz. Wir haben tatsächlich zu wenig Platz und... ihr kriegt mit Sicherheit 50 Euro zusammen, zweimal, oder? Also sonst gerne, aber momentan stehen wir ja echt unter Druck und wir haben unglaublich viele Produkte heute und auch für den Samstag geplant. Und das Problem wird sein, unser Büro steht nachher voll mit den ganzen Waren. Die wandern nämlich jetzt von hier nach da hinten. Dann werden die morgen mit Sicherheit, dann am Freitag von der Michelle, alle genommen, einzeln in die Hand genommen, Kundennummer, Auftrag angelegt und dann wird er woanders dahin gelegt. Und dann baue ich am Freitag schon wieder hier das nächste Live-Shopping auf und am Samstag passiert genau das Gleiche. Und wir haben keinen Platz. Dann stehe ich irgendwann hier. Wir wollen, ihr wisst, ihr habt ja gesehen, was das beim Mo für ein Chaos war. Der hat da auch, der war total überwältigt. Seine ganze Halle war komplett zwei Wochen belegt mit 30 Paletten, die da rumstanden, mit Ware, wo Artikelnummern drauf standen. Da ging echt viel daneben. Fürs erste Mal lief es trotzdem noch gut, aber es war halt echt ein riesen logistischer Aufwand und er wird es in der Form mit Sicherheit nicht wieder machen. Der Kerl ist sogar in seinem Anzug über Paletten drüber gekrabbelt und hat für euch noch irgendwelche Pürierstäbe und alles Mögliche organisiert. Da waren ja zwei Mitarbeiter die ganze Zeit da, wo bloß Ware angekarrt haben. Und die haben das halt einfach Nummer drauf auf Paletten. Und dann habe ich denen am Donnerstag so einen Berg 150 Aufträge zugeschickt und dann sind die losgegangen und haben 30 Paletten geguckt, wo sie stand die Ware, mussten dann die Sachen zusammensuchen. Die waren halt auch ein bisschen überwältigt von der ganzen Flut. Die hatten auch damit nicht gerechnet. Wir haben auch wenn sie uns ins Haus holen. Ja, genau. Der Mo lag ja am Schluss zwei Stunden lang nur noch im Liegestuhl und hat sich gekringelt vor Lachen. Ich weiß gar nicht, warum. Also über mich. Wegen dem Maschinengewehr, glaube ich. Wir hatten Maschinengewehr. Ich mache jetzt weiter. Hundezubehör, bitte. Hundezubehör. Auf vielfachen Wunsch. Was haben wir denn hier? Okay. Ich habe hier statt 29 Euro für 20 Euro ein nagelneues Hundekissen in den Maßen. Ist also eher was für kleine Hunde oder Katzen. Ah, da ist schon eine Katze abgebildet. Kann man auch für eine Katze verwenden. Das hat die Maße, sage ich euch sofort, 55 x 40. Ein Hundekissen. 55 x 40 in der Farbe. Es sieht eher Aprikot aus wie beige. Also in der Kamera kommt es jetzt eher beige rüber. Aber ich würde sagen, das ist ein Aprikoton. Beige. Es ist beige. Meine Frau sagt, es ist beige und hat einen grünen Knopf. Ich hätte gesagt, das ist Aprikot für mich. Kinder- und Gartenartikel haben wir aktuell keine. Kinder- und Gartenartikel? Wir haben doch Kinder, warte mal. Moment, wir haben Kinderartikel. Am Samstag haben wir ein paar Kinderartikel, und zwar Kleinkindartikel. Ja. Und Gartenartikel geht auf retourenking.de oder guckt in unsere Facebook-Gruppe rein. Wir haben da, glaube ich, ein Video gepostet mit unseren ganzen Stühlen. Silke Klöckner verkauft das Katzenhundekissen. Sehr schön. 20 Euro. Wir machen weiter. Und zwar haben wir viermal Katzen-Scratch. Mhm. Genau, perfekt. Was ist denn das? Regulärer Preis sind 17 Euro, wir wollen nur 8. Wir haben es viermal und zwar ist das hier so eine Kratzleiste. Ah, da haben Sie heute schon danach gefragt, ob wir das haben. Kratzleisten, genau, auf vielfachen Wunsch. Wir haben natürlich alles in Bewegung gesetzt, hier ranzukarren. Wir haben vier Stück davon da für 8 Euro das Stück. Das ist so eine Leiste, die kann man an die Ecke in der Wohnung ranmachen oder an die Haustür oder an die Wohnungstür, damit die Katze dann so einhändig die Tür aufmachen kann. Oder sie an die Ecke, dass sie sich so hochziehen kann, hat mir meine Frau heute erklärt. Stehen da Maße drauf? Da stehen Maße drauf, tatsächlich. Zweimal verkauft an Bianca Max. 17 mal 70 mal 2. Also jetzt habe ich noch zwei Katzenkratzleisten. Nochmal eine verkauft an die Schröers. Jetzt habe ich noch eine Katzenkratzleiste. Maße war, wollte ich gerade nochmal aussagen hier, 17 mal 70 mal 2. Also das Ding ist 70 cm lang. Und Regina Steinert kriegt das letzte. Okay, gut. Dann machen wir weiter. Wie wär's denn mal wieder mit einem Buch? Einfach mal, dass ein Schwung reinkommt. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ihr das kennt. Ich kenne es nämlich nicht. Ich bin total perplex. Ich kann noch gar nicht viel dazu sagen. Ich halte es jetzt einfach mal in die Kamera und lese euch mal den Preis vor. Wie heißt das Buch? Warte mal. Das Buch heißt
Ärger in der Zombie-Stadt. Für mich sind es so Minecraft-Figuren. Ein furchtloses Mädchen, das für Gerechtigkeit kämpft. Ein neuer mächtiger Gegner, eine Schlacht, die es zu verhindern gilt. Ein neues spannendes Abenteuer für Minecrafter. Das Buch kostet regulär 9,99 Euro. Und wisst ihr was? Wir hauen es jetzt raus für 1 Euro. Ihr Wie viele seht, haben wir denn? Wir haben eins. Die Schwörs hat eine Katzenleiste, ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben 9 Mal dieses Buch. Das tue ich weg. So, Zombie-Buch verkauft Sascha Schaffner. Die Daniela Bayer kriegt ein Buch. Wo ist sie denn jetzt? Ist sie wieder weg? Daniela Bayer da. 039. Bianca Mack kriegt ein Buch. Dann haben wir Vanessa Schimanski mit einem Buch. Nadine Eckert kriegt ein Buch. Thomas Ludwig. Jessica Wee. Und Nadine Pledel. Ah. Und Stefanie kriegt das letzte Buch. Alle anderen sind leider weg. Gut, jetzt nochmal was in eigener Sache zum Thema Retourenprofis. Wir suchen Käufer für vor der Kamera. Und beispielsweise haben wir als sogenannte Highlight-Produkte einmal eine Autovollgarage mit Hagelschutz für Autos. Kostet regulär 129 Euro. Wir hatten uns vorgestellt, vor der Kamera 70 Euro. Oder ihr zeigt uns, wie ihr handeln könnt und verhandelt mit uns vor der Kamera. Wichtig wäre hier im Raum Pforzheim, entweder ihr kommt zu uns oder wir kommen zu euch. Wäre natürlich cool, wenn es eine coole Location wäre. Partykeller, oh, was weiß ich, was haben wir denn noch? Partykeller, Proberaum von der Band, eine coole Wirtschaft, eine Golfanlage, Minigolfplatz, Holzwurm oder irgendwas hier im Umkreis. Wir haben hier diese Autovollgarage für Hagel extra mit Hagelschutz. Da braucht man einen Käufer vor der Kamera. So, einmal ganz kurz. Sabrina Lienkämper, Schlafsack haben wir im Online-Shop. Sandy Kessler, ich habe dich nicht übersehen, aber du warst weiter unten gestanden in der Reihe. Da hatte ich keine Bücher mehr. Und Marianne Stiller hat gerade eben Nick 10 Euro zum Geburtstag noch geschenkt. Das werde ich ihm natürlich nachher ausrichten und werde es dir nachher auf deine Rechnung dann drauf. Das ist sowas von mega lieb von dir. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe übrigens im Oktober Geburtstag, ja? Für alle, dass ihr das wisst, im Oktober habe ich Geburtstag. Okay, das habe ich gesagt. Ach so, was haben wir gerade gehabt? Egal, okay. Bücher hatten wir gerade. Okay, ich weiß nicht, haben wir das Video mit dem... Jetzt machen wir wieder Katze. Nee, haben wir das Video schon gepostet mit dem Kratzbaum? Ja. Hab ich es gepostet? Okay, ich zeige es euch mal ganz kurz. Und zwar geht es darum, ich tue es erstmal kurz erzählen. Bevor ich, ja, das weiß ich doch alles. Ich weiß es. Und zwar habe ich heute ausgepackt von meiner Tierpalette diesen wunderschönen Kratzbaum für Katzen. Der hat ja oben hier einmal die Ablage. Kann aber jetzt nicht gekauft werden. Ich erzähle doch noch, ich sage doch gerade nichts. Sag mal so, halt, ich habe 2. Einen könnt ihr kaufen und einen brauche ich einen Kauf vor der Kamera. Punkt, um das mal vorwegzunehmen. Also den aufgebauten kann ich euch nicht verkaufen. Einen habe ich versandfertig, den kann ich verkaufen. Preis liegt bei 60 Euro. Original war 65 Euro sogar. Hier, Originalpreis liegt bei 89 Euro. Wir verkaufen den nicht aufgebauten für 65. Und den anderen möchten wir vor der Kamera versteigern. Nein, verkaufen. Also, ihr könnt bitte, schreibt in die Kommentare, wenn irgendjemand Lust hat, vor der Kamera hier was bei uns zu kaufen. Diesen Kratzbaum hier. Wir haben auch ein Facebook-Video gemacht. Könnt ihr da drunter schreiben oder auch jetzt einfach. Oder schreibt uns eine private Nachricht. Ich Katzenbaum und vor der Kamera kaufen. Und den hier biete ich an für 65 Euro zum Versenden. Nein, Ingo ist vage. Oktober? Kein Skorpion. Ingo ist vage. So. Und er hat, ich verrate es euch, am 6. Oktober Geburtstag. Du kannst schon nicht so private Details von mir preisgeben. Sie haben gefragt. So, nein, ich mache nur Spaß. Was richtig Cooles. Achtung, wo sind die? Wir haben, wie viele Stück habe ich denn? 10 Stück. Und zwar, das sind Cooling Pads für Hunde und Katzen in der Größe 50x40.
regulärer Preis liegt bei 12 Euro. Wir wollten noch 8 Euro haben, wir haben 10 Stück. Das Ding ist cool, ich packe jetzt mal eins aus. Und es ist nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes cool, sondern man legt es auf den Boden und durch den Körperdruck des Tieres entwickelt es eine Kälte. Das heißt, wenn es draußen ewig heiß ist, ist das die perfekte Klimaanlage für Hund und Katz. Das ist so groß. So sieht es aus. Und da liegt eine Matte verkauft, Daniela Müller oder so. Funktioniert das auch, wenn ich da... Oh, das wird eiskalt. Also nicht eiskalt, aber es wird ist angenehm kühl. Die Schröers kriegt eine Matte. 8 Euro für so eine Matte. Es ist halt eine relativ kleine Matte für kleine Tiere. Also ich denke mal, ein Dackel kann sich schon zusammenrollen drauf. Christiane Mattis, du brauchst nichts mehr sagen. Ich habe schon alle verkauft. Ach so. Warte. Christiane Mattis kriegt eine. Dann Theresa Ravert kriegt eine. Dann habe ich Marcel Petsch. Oh, ich packe es wieder ordentlich ein, selbstverständlich. Ich hätte gerne noch Svenja was. Svenja Frech Wagner. Ich sag's nur noch kurz, für alle, die ihren, ihren Hunden und Katzen was Gutes tun wollen, die gibt es natürlich auch größer. Und das Coole ist, Kühleffekt ohne Kühlung. Das heißt, das Ding kühlt nicht, weil es in den Kühlschrank gelegt hat, sondern einfach durch den Druck kühlt es. Silke Klöckner. Und es ist immer einsatzbereit. Also wenn ihr einem Tier was Gutes tun wollt, kauft ihm so eine Kühlmatte. Sum Sum Boxberg. Andrea Rudolf. Das war die letzte. So, halt, ich gebe dir genau, mit. Keine mehr. Andrea Rudolph war die letzte. Alle anderen tut mir ganz arg leid. Wir haben keine mehr da. Ich habe jetzt noch einen Artikel, den habe ich in sehr großer Stückzahl. Kostet regulär 10 Euro. Wir wollen 5 Euro haben. Was ist denn das? Das holen wir es mal raus und gucken es an. Und zwar habe ich 40 Stück. Das sind auch Gepäckraumnetze für den Kofferraum, wenn ich es richtig verstanden habe. Wer vor der Kamera was kaufen will, soll uns einfach privat bitte schreiben. Genau. Das ist ein Ablagenetz. Das sieht so aus. Universal passend. Ablagenetz. Elastisch Vektor-Klettverschluss. Das heißt, es hat einen Klettverschluss. Wie mache ich das? Alvin und Dima sind auch live. Mit denen haben wir gedreht am Dienstag haben wir mit denen zusammen gedreht. Also ihr habt ja meistens im Kofferraum oder so, habt ihr ja an der Rückwand, habt ihr so Fell oder wie sagt das, Stoff. Und da könnt ihr das direkt hier mit Glätt festmachen, das Ablagenetz. Und dann könnt ihr hier auch wieder Sachen reinmachen, die normalerweise durch den Kofferraum fliegen würde. Beispielsweise bei mir war da drin die Hundeleine oder ein Hundeball oder so irgendwas, die Hundebürste. Und da sind zwei Stück drin, zwei Stück für 5 Euro. Und ich habe 40 Stück, also 40 Zweiersets habe ich. Ablagenetz. So sieht es aus. Universal passend. Leider kann ich nicht viel dazu sagen. Susanne Köhnen, ein Netz. Das ist 40 cm breit und 25 cm hoch und hat einen Klettverschluss. So kann man es gerade an dem Stoff. Achso, ein Kratzbaum an Marcel Petsch haben wir verkauft. Moment, das müssen wir hier mal. Gebe ich dir sofort. So sieht das Ganze hier aus. 7, 9, Moment. So sieht es hier aus. 9, 6. So, davon habe ich 40 Stück von diesen Netzen. So. Auch wieder im Rahmen der Retourenprofis. War auf der Autoteilepalette drauf. Das ist 40 der Kratzbaum. Stück. An Marcel Petsch. Nein, nicht der da, das ist, der steht glaube ich da unten. Guck mal unter so, dem Karten. Nee, das ist, guck mal da, ob das der Kratzbaum ist. Was habe ich gesagt? Wer war als letztes beim Cooling Pad? Ja. 69369, wer war denn das? No. 69369, das war Andrea Rudolph. Dann kriegt die so, letzte Cooling Pad kriegt dann Thorsten Müller anstatt so. Der. Genau. So. Dann machen wir hier weiter mit dem okay. Netz. Moment, ja, Netze habe ich 40 Stück. Ja. Also das erste Netz hat Susanne Köhnen, das habe ich. Dann Jojo Schokokuchen kriegt eins. Achso, Susanne Köhnen kriegt 5. Nee, Versand 5 Euro Netz. Ach so. Genau. So, dann Jojo Schokokuchen. Dann Petra Konitschko kriegt einmal. Das ist die. Wahrscheinlich eine coole Sache hier. Man kann es natürlich überall anders aufwäschen, man muss sich aber nur das Gegenstück holen für diesen Klett hier, dann kann man es überall anders aufwäschen. Sandra Scholz. Überall da, wo stoffige Oberflächen sind. Marianne Stiller. Ich hab leider keine. Kann man es festmachen. Svenja Steinert. Mit jedem Kauf bringt ihr uns im Tagessieg natürlich ein Stückchen näher. Also es ist nicht nur hier, ihr kauft bei uns was, sondern ihr bringt uns auch noch tatsächlich hier einen Erfolg zum Tagessieg. Christine Mill. Denise. Ich packe das mal wieder ordentlich ein, gell? Dann kann ich das nämlich auch noch verkaufen. Katrin Nägel kriegt 2 Stück. Nadine Eckert einmal.
Sandy Kessler einmal. So, ah. Anja Vogt, kannst du mir zwei Pakete Netze bestellen? Das kann sie bestimmt machen. Bernd Rommel kriegt zweimal das Netz. Roland Schön einmal. Anja Vogt zweimal. Niki Künzer zweimal. Also die Hälfte haben wir schon verkauft. Wow, ihr seid spitze. Wow. Also noch 20 Stück. Komm, raus damit. Michaela Bader hat eins. Okay, ich zeig's gerne nochmal. Zeig's nochmal, wie man es genau macht. Genau. Also 20 haben wir noch. 20 Stück haben wir noch, 20 sind schon weg. 19 haben wir noch. 19 haben wir noch. Also das ist hier dieses Netz, das hat hier ein Glätt und auch auf der Seite hier. Und das könnt ihr dann an der Rückbank beispielsweise, da ist ja meistens Stoff, einfach dran drücken und dann könnt ihr hier aufmachen und könnt dann alle möglichen Sachen reinmachen. Raumpflegespray, Glasreiniger. Christine Mill kriegt eins, Claudia. Und es sind zwei Stück dabei. Es sind insgesamt zwei Netze für 5 Euro. Zwei. Und ihr könnt auch dieses Netz überall anders da festmachen. Ihr müsst bloß das Gegenstück von dem Klett irgendwie dran kleben, gibt es das zum Kaufen. Dann könnt ihr das überall festmachen. Beispielsweise an der Rückseite von einem Sessel oder einem Stuhl, dass man da was reinmachen kann. Was ganz geschickt ist, am Fernsehsessel hier die Fernbedienung reinzumachen. Beispielsweise. Mir fallen dafür 1000 Anwendungen ein, also was ganz geschickt ist und universell einsetzbar. Ich kann das nicht laut vorlesen. Okay, Fabi Griesinger kriegt ein Netz. Gini Gassner, das sind Namen dabei, die kenne ich noch gar nicht. Ich freue mich ganz arg, dass ihr Neuen auch mit dabei seid und auch schön tatkräftig kauft. Voll cool. Katrin Bezi kriegt ein Netz. Sigrid Appel auch. Was kostet der Versand? Anje Runte. Der Versand kostet ab 50 Euro kostet gar nichts mehr und drunter kostet er 5,95 Euro. Ihr könnt also sammeln, aber nur heute bei diesem Live-Shopping. Sonja Wolf nochmal eins. Aufträge werden rausgehen am Freitag. Wir werden es morgen nicht schaffen. Wir sind morgen komplett in Dreharbeiten. Wir sind morgen den ganzen Tag damit beschäftigt, einmal noch O-Töne zu drehen. Und dann müssen wir Schlaglichter oder wie der Boris sagen würde. Knicklichter drehen. Also es ist eigentlich so ein Schlaglicht, sind diese Sequenzen, wo wir so private Einblicke geben. Und morgen, ich kann euch versprechen, es kommen richtig geile Sachen dran. Nein, ich verrate gar nichts. Ihr müsst es angucken. Ihr müsst wirklich angucken. Die Sachen werden ausgestrahlt, vermutlich nach den Sommerferien. Ich denke mal, dass in den Sommerferien lauter Wiederholungen kommen. Finden wir auch schade, wir hätten auch gerne mehr gedreht. Es geht tatsächlich nahtlos weiter mit Staffel 3. Und weil ihr so fleißig einschalten tut, meine Frau Sascha macht Schaffner. Dann, darum gibt es auch wahrscheinlich eine 4. und 5. Staffel, aber die steht noch in den Sternen. Aber es geht weiter. LKA kriegt auch ein Netz. Maus ist gar nicht leicht für mich, wenn ich mich verhaspel. Also Abholung und Versand müsst ihr nicht mit dazu schreiben. Das mache ich alles im Nachgang. Da braucht ihr euch da nicht die Finger wund schreiben. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen und Sachen abholen. Ihr kriegt aber auf jeden Fall einen Auftrag, wo alles draufsteht. Per E-Mail zugesendet. So, du kannst ja mal. Ich habe nur Angst. Ein paar Netze haben wir noch. Nehmen wir viele, aber ein paar noch. Ich habe wieder eine kleine Handtasche für 15 Euro. Du hast Angst. Meyers Lederwaren. Was ist das hier? Schlange oder Krokoprint? Oder? Ist egal. Elefant? Nein. Die sieht so aus. Meyers Lederwaren. 15 Euro Tasche wieder. Tasche verkauft, Petra Konitschko. Jetzt wollte ich sie gerade anziehen. Gut. Was habe ich denn jetzt? Achtung, und zwar habe ich hier einen Karton gefunden bei mir im Lager. Das sind Gewichte für Handelsstangen. Und zwar habe ich 8 mal 2,5 Kilo. Das muss man rechnen, das sind dann tatsächlich hier 20 Kilo. Und ich habe 4 mal 1, das heißt, ich habe insgesamt genau 25 Kilo an Gewichten. Und dafür möchte ich nur 25 Euro. Jedes Kilo. Mandy, die Hoffmann kriegt ein Netz. Also ich habe hier 25 Kilo für 25 Euro.
Handelstange ist nicht dabei. Ihr könnt da eure eigene verwenden und die aufpoppen, wenn ihr zu kräftig geworden seid für das schmale Gewicht, wo ihr zu Hause habt. Also habe ich hier neue Gewichte. Die sind aus Kunststoff. Die könnt ihr einfach auf den Boden knallen lassen. Es gibt keine so Riesenmacken. Sind nicht so schwer wie Eisen und auch nicht so scharfkantig. 25 Kilo für 25 Euro. Es sind 8 mal 2,5 Kilo und 4 mal 1,25 Kilo. Handelsstange ist nicht dabei. Ihr müsst euch nach dem Live-Shopping nicht bei uns melden. Wir schicken euch per E-Mail eure Auftragsbestätigung mit allen wichtigen Daten und Inhalten da drin. Wenn ihr dann was abholen wollt, antwortet ihr mir auf den Auftrag. Genau. Übrigens, die Handelsstange muss ich tatsächlich für 25 Euro plus 5,95 Euro Versand berechnen, da ich das nicht mit anderen Sachen kombinieren kann im Paket. Also wer diese Handelsscheiben haben möchte, es wären es dann insgesamt 30,95 Euro. Das muss man beachten, gell? Okay, wir machen weiter mit einem Dauerbrenner, den wir immer im Angebot haben. Das ist unser altbekannter Hula Hoop. Wir haben da ganz viele plötzlich auf der Palette gehabt. Ja, plötzlich. Plötzlich. Hula Hoop kostet 8 Euro und ich habe wirklich Unmengen da davon. Ich glaube, ich habe den letzten Bestand, den es europaweit gab, aufgekauft. Nur für euch, damit ich ihn hier so günstig anbieten kann. 8 Euro für einen Hula Hoop. Er ist richtig schwer, man kann ihn auseinanderbauen, er hat einen Metallkern, man kann ihn auch füllen. Ich würde es gerne machen, aber da räume ich hinten den Platz ab, außerdem kann ich es gar nicht so gut wie meine liebe Frau. Darum 8 Euro für einen Hula Hoop. Bianca Bessel, ein Hula. Ich kann bloß Blödsinn machen, das sieht aber auch cool aus, gell? Okay. Soll ich noch was dazu sagen? Hula Hoop, man kann mit Reis füllen beispielsweise, je schwerer, desto mehr Bauchmuskeln kann man nämlich aufbauen. 15 Minuten am Tag reichen eigentlich schon aus. Ja. June Le Quita, ein Hula Hoop. Wie spät ist denn eigentlich? Oh, oh. Karin Carolina, ein Hula Hoop. Ich zeige Ihnen nochmal, ein wunderschöner Hula Hoop. Ingo, komm, wir wollen alle mal lachen. Ach komm, jetzt 7,6, dann Elke Gottschalk. Oh Mann, aber es fällt wirklich alles runter. Lara Lustig, 2 Stück. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gemacht. Warte mal, ich muss her. Werner Griese. Ich brauche mehr Platz. Wenn ihr noch ein Schiff habt. Aber ich habe es auch schon mal 3 Minuten ein geschafft. Ein Schiff, gell? Natürlich haben wir noch eins, Werner. Wir haben noch ganz viele von den Schiffen. Also, Nicole Hula Hoop, 8 Euro. Ein Hula Hoop. Lang genug gezeigt. Manuela Karin. Ich will den Flow nicht unterbrechen. Ich zeige euch nochmal das Boot, das Schiff. Wir haben noch viele, ganz viele natürlich. Die Santa Maria für 8 Euro, gell? Manu, warte, ja, was heißt das? Santa Maria. Manu Röhm kriegt einen Hula Hoop. Dann Isabel Wirtel-Weichhaus. Betty Jetten. Was kostet der? War eben nicht dabei. Der Hula Hoop kostet 8 Euro. Dann Nicole Künze kriegt auch einen Hula. Jeanette Grote. Lederlook. Nur 8 Euro. Lederlook. Wir haben noch 3 Stück, glaube ich, oder? Tina Gut. 5. Nur noch 5 Stück am Start. 5 Stück. Joanna McMorris kriegt auch einen Hula Hoop. 5 Stück fehlen mir zum Tagessieg. Elke Diana Ruf, einen Hula Hoop. Handwaschbar. Carmen Sadovic. Schadstoffgeprüft. Kerstin Schütt, einen Hula Hoop. Hast du deine Auflage? Sitzauflage verkauft an Sonja Wolf. Danke, Sonja. Es sind noch 4 Stück. Die gehen weg wie warme Semmel. Stimmt. Roter Teufel, was möchtest du? Du hast mir deine Kundennummer geschickt. Was möchtest du dafür kaufen? Eine Sitzauflage bestimmt. Ja? So, Auflage Marianne Stiller. Wir haben jetzt noch 3. Wir haben jetzt noch 3 Auflagen. 8 Euro. Sabrina Kleine Hexe kriegt einen Hula Hoop. Roter Teufel kriegt auch einen Hula Hoop. Kann man immer brauchen. Ellen Hentges kriegt eine Sitzauflage. Jetzt sind noch 2 da. Achtung! Zugreifen! Endspurt!
So, Mandy Hoffmann kriegt auch eine Sitzauflage. Jede Matte, oh, das ist die letzte. War das die letzte jetzt? Nein, eine habe ich noch. Also, das ist die wo dann hat Yvonne Meyer mir eine Kundennummer geschickt. Was möchte denn die Yvonne Meyer? Die letzte Sitzauflage bestimmt, ne? Hula Hoop, roter Teufel habe ich. Die letzte Sitzauflage hier. Und wieder sind wir dem Tagesstieg einen Schritt näher. Lederlook. Braun und blau. Eins haben wir noch, Leute. Kommt, auf geht's. Schadstoff geprüft. Ich leg's jetzt nochmal aus der Hand. Überlegt euch. Ingo. Legt sich so ins Zeug hier. 1, 2, 3, 4. Ich habe viermal eine LED-Kfz-Leuchte. Einmal mit 220 Volt und einmal für 12 Volt im Auto. Der Akku hält 3 Stunden. So sieht das Ganze aus. Regulärer Verkaufspreis liegt bei 12 Euro. Die Dinger sind nagelneu. Wir wollen nur noch 8 Euro haben. Es sind LEDs 4 plus 30 Leuchtstreifen plus 8 Notleuchten inklusive Ladegerät. Sitzauflage Stefan Noppinger. Vielen Dank. Betriebsdauer ca. 3 Stunden. Batterie. Die letzte. Sorry, ich habe keine mehr. Oh. Stefan Noppinger, es war seine letzte. Okay. Ja, also, was habe ich hier? Das Ding ist ausziehbar. Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit integriertem Magnet im Bodendeckel. Das heißt, das kann man auch noch mit Metall irgendwo festmachen. Wenn das Gerät, oder das ist was ganz anderes. Okay, also eine Lampe verkauft an Katrin Nägele. Jetzt habe ich noch 3 Stehen Lampen. Stehen da eigentlich Preise drauf auf den Lampenhase? Auf der einen, ja. Also eine habe ich ausgezeichnet. Wie viel? Mit 8 Euro. Dann schreibe ich es mir hier mit drauf. Ich habe jetzt noch 3 Lampen. Ist ganz geschickt, die kann man hier mit dem Magnet an Metall festmachen. Gerade im Auto ist ja ziemlich viel Metall da, dann braucht man nämlich das Ding nicht halten. Christiane Bosbach auch eine Lampe verkauft. Hier kann man noch mal ein paar, ich zeige noch mal ein paar Bilder. Ganz so sieht es dann aus. Erstens kann man in den Motorraum reinleuchten hier. Dann kann man hier, was kann man denn hier machen? Als ganz normale Taschenlampe verwenden. Also einmal als Stablampe quasi, einmal als Taschenlampe. Und einmal kann man dann auch so Notsignale geben, beispielsweise wenn man in einen Unfall verwickelt ist, dass man so den Verkehr ein bisschen weglotsen kann und sowas. Und das Ding hält 3 Stunden. Babysachen haben wir heute keine. Aber am Samstag, wir haben von einer guten Bekannten haben wir ganz tolle Sachen bekommen. Da ist unten anderem dabei ein Seitenschnitt. So. Nee, halt, wie heißt das Ding? Susanne Gibtner kriegt eine Lampe. Wie heißt das nochmal? Dieses Baby-Bay-Bett. Das, wo man da ins Bett ranmachen kann. Beibett. Ein Beibett. Und Natascha Renollet kann ich dir leider nur noch eine Lampe geben, weil wir keine 2 mehr haben und dann sind alle weg. Ich erinnere noch ganz kurz an meine Netze, die sind immer noch verfügbar. Ich weiß zwar nicht mehr wie viele, aber ich denke mal über 10 auf jeden Fall. Nein, nur noch 5. Was? 5 Stück sind nur noch da. Also das ist ein Doppelset für 5 Euro für Kofferraum. Hier Klettnetz dran machen für 5 Euro, 2 Stück. Oh, dann gebe ich sie dir wieder zurück. Carmen? Jo. Okay, wir machen weiter. Mit was machen wir denn weiter? Oh, wie wär's denn mit einer großen Handtasche? Und die will ich haben, weil sie so absolut stark aussieht. 25. Achtung, ihr müsst jetzt ganz stark sein, Mädels. Und schnell. Achtung, Meyers Lederwaren, eine große Handtasche. Wow. So sieht die aus. Das ist jetzt aber wirklich Python, oder? Ein Netz verkauft an Yvonne Otto. Das ist doch Python. Wir tragen Crossover. Was heißt Crossover? Das tra- so wie Handtasche das verkauft, easy Hürbe. Okay. Entschuldigung, Leute, oh, ihr seid, die überschlagen sich. Handtaschen, Hase, wir brauchen ja, Handtaschen in Zukunft. Okay, wir müssen mit den anderen Händlern mal Kontakt aufnehmen, dass man an Handtaschen 25 reinkommt. War das, gell? Achtung, ich hab's ja schon versprochen. Halt, ich habe noch hier was auf dem Tisch liegen. Und zwar, wir hatten doch vorhin diesen Wahnsinn. Jenny Eisermann, ein Netz. Dann haben wir noch 3 Netze. Wir hatten doch vorhin diese wahnsinnig tollen Bilderrahmenständer aus dem Plexiglas oder Acrylglas. Die hatten ja 15 mal 10. Ich habe jetzt hier 21 mal 15. Einen einzelnen. Der kostet, was kostet denn der? 8 Euro. Der andere war? 5. 5 Euro. Dann machen wir 8 Euro. Der ist doppelt so groß. Da kann man ein riesen Bild reinmachen. 15 mal 13 gehen da rein. Nein, das ist 21 mal 15. Der hat 21 cm mal 15 cm. Darum habe ich nachgemessen. Der kostet 8 Euro. Man macht aber 13 mal 15 Bilder rein, weil über den... Ja, ist ja egal. Nein. Rahmen verkauft, ist egal, hör mal auf zu diskutieren. Der ja, also Rahmen ist verkauft und zwar an Jessica Regiv. Achso, ich erinnere noch mal ganz kurz an meine Gewichte. Das sind hier 4 von diesen Gewichten und 8 von den 2,5er Gewichten. Kilo kostet 1 Euro, das heißt 25 Kilo für 25 Euro plus einmal Versand.
Gewichte, wer Gewichte haben möchte. Übrigens, wir haben eine Sportpalette. Wann zeigen wir denn die? Nicht, oh, ich weiß nicht, ob wir die am Samstag zeigen. Also am Samstag zeigen wir die Sportpalette nicht. Vielleicht zeigen wir vielleicht ein paar Teile. Ach, apropos Sportpalette, da sind drauf richtig geile Scooter. Also keine E-Scooter, sondern solche Tretroller. Tretroller quasi. Neumodischer City-Roller. City-Roller. Aber das Coole an den Dingern ist, die haben hinten und vorne eine Federung und eine Handbremse. Und wir haben 5 Stück und wir brauchen auch wieder Käufer für vor der Kamera. Da machen wir vielleicht hier vor dem Laden ein tolles Video, wie wir alles so ein Rennen mit den Dingern machen. Wir wollen die aber hier verkaufen. Meldet euch, wenn ihr einen Scooter braucht. Bilderrahmen sind alle weg. Ich habe hier noch die Gewichte nicht vergessen. Ich lege es mal dahin, dass ich es selber nicht vergesse. Und jetzt habe ich es ja versprochen, diese Motorradjacke für Männer. Wir haben ja gerade das Frauenmodell gesehen mit dem Rot und so. Jetzt haben wir die hier für Männer. Kostet auch 69 Euro, würde ich auch für einen Fufi raushauen. Ich habe Größe M, die Jacke hat Größe M und ich habe nicht so lange Arme wie meine Frau scheinbar. Mir passt sie ganz genau. Ich habe schon überlegt. Ich habe lange Beine und lange Arme, dafür einen kurzen Oberkörper. Das sind die Orang-Utans. Das sieht man mal wieder, wo der Mensch abstopft von. Okay. Du machst die ganze Zeit auch Witze über mich. Die lacht die ganze Zeit nur, weil ich verhascht bin. Also hier Größe M, das Ding passt wie angegossen. Du wolltest eigentlich schon selber behalten. Wie sieht das aus? Heiß. Ultra. Ach, wir haben auch noch was Geiles, fällt mir gerade ein. Wir haben einen Integralhelm. Auch braucht man einen Käufer vor der Kamera. Größe L. Den kann man so aufklappen und der hat auch so eine Brille hier gehabt, oder? War das nicht so? Auch auf Motorradjacke verkauft an Theresa Frey. Also wir brauchen Käufer für einen Motorradhelm. Der Motorradhelm kostet regulär 150 Euro. Und wir wollten eigentlich vor der Kamera so summa summarum ungefähr 120. Ihr könnt mit uns handeln, vielleicht einigen wir uns auf 100. Aber es ist ein richtig schicker, schwarz-matter Helm, Integralhelm, wo man so aufklappen kann. Sprecht uns an, schreibt eine Nachricht, wenn ihr vor der Kamera kaufen möchtet. Wo geht's denn weiter? Ach so, guckt euch mein Papi zu. Hund. Ach so, Hund, guckt mein Papi zu. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Oh, hat er versäumt. Und zwar, Achtung, Achtung, ich muss es erst erklären, bevor ich es zeige. Wir haben nochmal 2 Sitzkissen für Hunde, ein blaues und ein beiges. Für eins von den beiden brauchen wir einen Käufer vor der Kamera. Also ich zeige jetzt beide. Eins kann ich verkaufen, eins muss da bleiben für die Kamera. Ist genau das gleiche wie mit diesem Kratzbaum. Ich zeige es jetzt, ihr müsst ganz hart sein. Und zwar, Achtung, das ist eigentlich ein Sitzpuff für Hunde oder Katzen. Einmal den Blau und einmal den Grau. So sehen die aus. Wir können nur eins verkaufen. Eins kann ich verkaufen und eins muss hier vorm Laden oder bei euch zu Hause im Bringsam vorbei gekauft werden. Regulärer Preis liegt bei 45 Euro. Wir wollten 30 für einen haben. Ja, 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 ist egal. Sitzpuff. Was kann ich dazu sagen? Für Hunde oder Katzen steht auch hier. Und es hat einen Durchmesser von 45 cm. Also 45 cm. Und die Höhe sind, lass mich nicht lügen, ich will nichts Falsches sagen, das habe ich gerade gelesen, 20 cm. Ist also kuschelig weich. 30 Euro. Aber einer muss vor der Kamera gekauft werden. Was hat das mit der vor der Kamera auf sich? Das ist halt wahrscheinlich eine Kundin. Ach so, ihr wisst es alles gar nicht. Okay, also wir haben ja hier Ware aus der Sendung Die Retourenprofis. Auf RTL. Auf RTL, genau. Da kaufen wir Paletten und dann tun wir die Paletten auspacken und dann tun wir die Produkte verkaufen. Und damit es nicht so langweilig ist, wollen die natürlich Content haben. Das heißt, wir müssen manche Produkte vor der Kamera irgendwie jemand verkaufen. Und das ist eins von diesen Highlight-Produkten, wo tatsächlich vom Anfang der Sendung bis zum Ende begleitet wird. Das heißt, wir packen das aus, tun das thematisieren. Oh, wow, ein Hundekissen. Dann tun wir das verkaufen. Du kaufst ein Hundekissen und immer ist diese Kamera mit dabei. Okay? Und dafür brauchen wir tatsächlich jetzt einen Käufer. Für? Für 30 Euro. Oder ihr handelt mit uns vor der Kamera. Gebt uns so einen Tiefstand, ich gebe dir noch 15. Und sagen also den Puff in Blau habe ich an die Andrea Rudolph verkauft und dann brauchen wir jetzt dann für den Grauen einen Käufer also vor der Kamera. Das Schicksal hat entschieden, wie man wie so schön sagt. Wir brauchen hierfür einen Käufer vor der Kamera. Wer hat einen Hund oder Katze oder einen großen Hamster? Die Sabrina Lienencamper, ach, die darf auch noch mal vor der Kamera kaufen, oder? Sabrina, tu schon mal vor der Kamera kaufen, die kommt nämlich hier aus Pforzheim. Oh, wow. Ja, natürlich, oder? Bringst du deine Katze am besten mit zum Probeliegen? Oder Sophia Decker würde es auch machen. Also, ihr beide könnt ja mal miteinander kommunizieren, wer es kaufen möchte vor der Kamera. Sabrina hat man tatsächlich schon mal vor der Kamera gehabt, aber das ist schon länger her. Schreibt uns bitte gleich eine PN mit euren Kontakten an, dass wir euch gleich morgen anrufen können und einen Termin fix machen können. Also, wer es haben möchte, PN an uns, Name dazu und Telefonnummer und ey, ich würde gerne das Ding kaufen, kommt bei mir vorbei, 30 Kilometer Umkreis in Pforzheim oder ihr kommt zu uns in den Laden und bringt euren Kampfhamster mit und lasst den Probe liegen.
Den Kampfhamster. Ja, das muss ein großer Hamster sein, oder? Also Sabrina so. Würde ihren Hund mitbringen. Okay. Habe ich eigentlich meine Wanne verkauft? Das ist, ich zeige nochmal meine Wanne. Irgendwie kam die nicht gut an. Ist auch was für Hunde. 86 cm Länge. Wir dachten anstatt 49 Euro, 30 Euro. Ist irgendwas mit der Wanne nicht in Ordnung? Die liegt immer noch so verlassen hier. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Tier sich da noch sieht, da reinzukuscheln. Vorausgesetzt, da ist ein Kissen drin. Sophia Decker würde mit dem kleinen Spitz kommen. Also, ich habe nur einen Chihuahua. Egal. Hauptsache Tier mit dabei. Tiere sind immer lustig. Also ich würde sagen, aufgrund dessen, da die Sabrina ja schon mal vor der Kamera war, und würde ich der Sophia jetzt einfach den Vortritt geben. Sophia, schreib mir bitte eine private Nachricht mit deiner Telefonnummer und ich rufe dich morgen an. Okay. Ist euch 30 Euro da, das wird zu viel, dann macht mir ein Angebot da dafür. Ich weiß nicht, ich kenne mich tatsächlich nicht aus, ich habe meinem Hund noch nie so ein Plastikkörbchen gekauft. Ich denke mal, man kann es gut sauber machen, ist vielleicht auch gut zum Abdampfen und so, oder noch ein sauberes Kissen rein. Ich weiß es nicht. Ich habe eher eine Badewanne gedacht, wo ich es zum ersten Mal gesehen habe. Macht mir einen Preisvorschlag bitte. Und dann habe ich jetzt hier ganz frisch reinbekommen. Nein. Kleiner Scherz am Rande, hier lagen gerade solche Badeschlappen rum, aber ich höre meine Mitarbeiterin, die gerade Open Air macht hier an den Füßen. Wir haben beide, wir laufen hier barfuß, weil uns so heiß ist. Achtung, ich zeige euch mal jetzt was. Wer bin ich? Der Mann, der die Dinge durch die Gegend wirft. Okay, wir machen weiter und zwar mit einem Haushaltsartikel. Ich habe ganz viele, ich glaube an der Zahl habe ich hier 36 Stück und das ist ein ein Bügelbrettbezug. Regulärer Preis 11,99 Euro haben wir heute raus für 5 Euro. Ich habe 40 Stück, verschiedene Farben, aber ich würde auf die Farben keine Rücksicht nehmen. Das ist einfach ein Standard-Bügelbrettbezug für... Silke hat sofort erraten, Anne auch, du bist der Boris, Tami auch, Boris. Ganz genau, richtig. Da sieht man halt die richtigen Profis, die täglich gucken. Das sind richtige Fans. Okay, ich habe hier einen Bügelbrettbezug. Ich habe doch jetzt extra heute Mittag mir die Größe angestrichen. Mensch. Harald, dann schreib mir nachher nochmal eine private Nachricht, dann finden wir auf jeden Fall einen Artikel, den du auch von der Kamera klein. Mit uns nochmal kaufen kannst. Das ist geeignet für Bügeltische für ca. 144 bis mal 49 cm. Ich wiederhole nochmal, Bügeltische, Länge 144 cm mal 49 cm, universell einsetzbar. Wir haben drei verschiedene oder vier verschiedene Farben. Wir würden euch aber unabhängig davon einfach eins rausschicken. Einfach welche rausschicken. 5 Euro einen Bügeltischbezug. Theresa Ravert hat einen Bezug gekauft, Silvia Faulbecker auch. So, die sind dann nicht mehr so schön eingepackt, also halt, die sind alle hier unten, die sind neutral, nagelneu eingepackt, die gehen jetzt einfach so raus, ich gucke jetzt nicht wegen der Farbe, ich gebe die jetzt einfach mal weg, dann kriege ich nämlich richtig Platz hier. Christian Schmidt, wer bist du? Der Paketzusteller. Genau. Ja, auch gut. Kannst anfangen bei DHL oder so. So, eins. Jetzt kriege ich nämlich langsam Platz hier. So. Wie ihr wisst, also Bügeltischbezug, 1,44 m x 49 cm von Accentia, 100% Baumwolle, hochwertige Molltonpolsterung mit Schnurzug für passgenauen Sitz, dampfdurchlässig, ist wahrscheinlich wichtig, Top Quality, testet Accentia Quality. Ansonsten gibt es hier nichts zu sagen. Ökotex, Standard 100. Habe ich noch ganz viele. 5 Euro für einen Bügeltischbezug. Premium 100%. Bügelbrettbezug. Da steht Bügeltischbezug. Aber man kann auch Bügelbrett sagen. Genau. Michaela Bader kriegt eins. So. Hier. Mhm. Ich zeig's noch nicht. Petra Konitzko. Also insgesamt habe ich 36 Stück, glaube ich. Angelika Eckert. Sind jetzt alle vorne, ja, okay. Also die gibt es in ganz verschiedenen Farben, aber die Farben sind nicht ausschlaggebend. Die sind wichtig, vielleicht nur die Länge und die Breite. Und ich weiß, unser Bügelbrett, Bezug, wie der aussieht, da wird öfters mal das Bügeleisen vergessen. Da sind in der Mitte immer so ganz braune Flecken. Und ich bin froh, dass das Haus nicht abgebrannt ist. Darum, für 5 Euro könnt ihr das ein bisschen verschönern. Was hast du gerade gesagt? Du bist froh, dass das Haus nicht abgebrannt ist, weil was? Weil du ab und zu das Bügeleisen da hast stehen lassen. Nee. Gut, du bügelst jetzt so oft, aber wenn du bügelst, habe ich immer Angst. Nee. Niemals. Mein Schatz. Immer wenn du meine Hemden bügelst und so.
Gut, also hier, 5 Euro, könnt ihr über die Hälfte sparen, kann man auch auf Vorrat kaufen. Manch einer vergisst mal das Bügeleisen öfters. Okay. Gut, weiter so, im Programm. Geht's weiter? Soll ich weitermachen? Wie viele haben wir denn noch? Sind noch welche da? 368. Ab 2015 haben wir 50 verloren. Oh. Ging halt wahrscheinlich Filme los. Aber wir haben immer noch 368 Zuschauer. Was 368 ist immer noch gut. Wir haben Primetime und jeder will ja eigentlich Ingo am Abend. Ingo, sei nicht so frech. Da ist nicht... Das ist nicht sehr charmant von Ingo. Ist meine Mutter da, also meine Schwiegermutter? Nein, das sind einfach Menschen, die mich verstehen können hier. Oh Mann, ich habe 8-mal einen Rucksack. Das ist ein Fotozubehör-Rucksack. Regulärer Preis 39 Euro. Wir wollen 20 Euro dafür haben. Man kann natürlich alles mögliche andere auch reinmachen. Ich fand es ganz praktisch. Den kann man hier so schön aufmachen. Und dann hat er hier solche schönen, ich mache mal die Füllmaterialien hier raus. Dann sind es hier so schöne Fächchen, die man individuell einteilen kann. Rucksack verkauft, Sonja Wolf. Ich habe 8 Stück. Also man kann verschiedene Dinge reinmachen. Beispielsweise, würde ich zum Beispiel machen, würde ich das jetzt einfach so machen. Man kann das hier tatsächlich mit Klett einfach umklemmen. Dann können wir nämlich jetzt hier beispielsweise, würde ich, also weil ich jetzt so ein kleiner Romantiker bin. Da Petra Konitzko, auch einen Rucksack verkauft. Also man kann das Ding einrichten, wie man es eigentlich will. Das ist ganz flexibel, alles mit Klett. Dann würde ich jetzt, ich erkläre es euch, ich würde jetzt beispielsweise hier die Flasche Sekt reinmachen, dann würde ich hier 2 Sektgläser reinmachen, da oben die Erdbeeren, da vielleicht noch ein bisschen Vanilleeis. Und wann muss man das machen, wenn man wieder frech zu seiner Frau war? Wenn man dann so blöde Bügelwitze gemacht hat, dann macht man das, packt seine Frau beim Arm, nimmt die Picknickdecke unterm Arm und dann geht man raus ins Freie, legt sich irgendwo hin. Darum bin ich auch der beste Ehemann der Welt. Absolut. Den Titel habe ich scheinbar. Das Ding hat tausende von Taschen. Einmal hier auf jeden Fall universell einsetzbar und einteilbar. Man kann alles Mögliche reinmachen. Dann haben wir hier in der Klappe haben wir nochmal so ein Netz, wo man Kleinigkeiten reinmachen kann, wie Kabel oder so irgendwas. Man will ja ein bisschen Musik dabei haben, wenn man seine Frau verwöhnt. Vielleicht irgendwelche Spielsachen. Okay, hier außen kann man Salzstängel reinmachen oder so. So, Sitzauflagen haben wir keine mehr. Wir haben noch Bügeltischbezüge. Vielleicht, bevor irgendwo ein Haus abbrennt oder so, wechselt mal euren Bügeltischbezug. Wir haben noch welche. Oh, jetzt will er Gutwetter machen. Gut, haben wir noch Rucksäcke? Sind alle weg? Nein, wir haben also, der Rucksack kostet nur 20 Euro. Man kann natürlich hier geschickt hinten die Länge verstellen. Dann haben wir hier nochmal so eine Kordel dran. Keine Ahnung, was man da fällt. Ah, also kann man auch also die Flasche festmachen. Sabina sagt, verkauf ihn doch als Hunderucksack für Wasser und Leckerlis. Auch das ist möglich. Du hast die besten Ideen, Sabina. Aber ganz ehrlich, da kann man echt alles reinmachen. Modellbau, irgendwas, ferngesteuerte Autos. Eine Drohne. Eine Drohne zum Beispiel. Ein Drohnenrucksack. Oh, warte, darf ich einen behalten? Jetzt auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Nein, ich habe einen tollen Rucksack für meine Drohne. Aber man kann wirklich tolle Sachen reinmachen, dann sind sie halt auch geschützt. Okay, wie viele Rucksäcke haben wir noch? Michaela Bader kauft gerade einen Rucksack. Den Namen habe ich auch schon mal gehört. Hallo Michaela. Danke Rucksack für Angler wäre auch eine Möglichkeit. Anglerrucksack, ganz genau. Oder was man, ja Angler, da gibt es so ja noch andere Sachen. So ein kleiner Schleimer, schreibt da jemand. Er merkt sofort, wenn er Bockmisch gebaut hat. Das ist immer dann mit die Zunge schlecht fürs Gehirn. Dein Kopf ist oben irgendwie abgeschnitten. Ja, ich bin zu weit vorne. Das Problem ist, dass heute, ich habe, Achtung, jetzt geht's alles kaputt. Oh, ich hab's doch gesagt. Jetzt aber. Ist jetzt besser. Okay, also hier, da kann man alles Mögliche reinmachen. Wir haben noch, wie viele Rucksäcke haben wir denn noch? Und ich erinnere noch immer an meine Premium-Bügeltischbezüge. 1,44 m x 49 cm für 5 Euro. Da haben wir noch ganz viele hier. Und unseren tollen Fotorucksack, Hunderucksack, Kieferrucksack, Angelrucksack, Drohnenrucksack. Kirschenleckerlis kommen da. Kirschenleckerli-Rucksack, genau. Was kann man noch reinmachen? Nicole Komm. Berner kriegt einen Rucksack. Ich rede so lange weiter, bis alle weg sind. Was fällt mir denn noch ein? Was, wenn man ins Freibad geht? Vier Stück. Vier Stück noch. Auf geht's. Ja, fürs Freibad ist ein bisschen. Aber wobei, 1, 2, 3, 4 Dosen Corona. Oh. Schachtel Zigaretten. Geldbeutel, Schlüssel, Handy. Pam. Powerbank. Puff. Läuft. Papers, Tabak. Bikini drunter ziehen, Handtuch umlegen. Also, Flipflops an. Universell einsetzbar. Let's go. Okay, also ich tue trotzdem mal auf die Seite hier. Ich erinnere trotzdem nochmal an meine Gewichte. Ich habe hier
8 mal 2,5 Kilo und ich habe 4 mal 1,25 Kilo. Achso, nee, Nicole Berner, das war das sind 25 Kilo für Instagram mit Versand, 30,95 Euro. Wir runden es ab auf 30 Euro. 30 Euro für 25 Kilo Gewichte. Handelsstange braucht das separat noch dazu. Nicole, ich habe es storniert, ja. Kannst du den Rucksack nochmal von innen zeigen, bitte? Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Mache ich sehr gerne. Ihr seid die Besten mit Christoph und Carina zusammen. Wir lieben die beiden, ja, das stimmt. Mit den beiden zusammen mal ein Live machen wäre auch cool, oder? Wir haben es tatsächlich versucht, aber so ein Live muss man auf Vertrauensbasis machen. Ganz ehrlich, wo Carina bei uns vor der Kamera war, die hat mich so durcheinander gebracht. Ja, ich liebe sie über alles, aber die hat mich aber auch. Aber die hat dich total aus dem Konzept gebracht. Erstens, ich war total verwirrt. Selten, dann hat sie mich, dass dich Frauen so nervös machen. Also, Carina ist eine von den wenigen Frauen, die ich in so kurzer Zeit ins Herz geschlossen habe. Unglaublich, gell? Okay. So, Anne Kühl kriegt einen Rucksack. So sieht er aus. Das sind diese Fächlet. Das ist alles mit Klett. Man kann das individuell einstellen, wie man es denn braucht. Und dann ist ganz praktisch hier dieses Netz in der Tasche, im Deckel drin, wo man auch nochmal viele kleine Sachen reinmachen. Das sind übrigens zwei Netze, wo man unabhängig voneinander Kabel oder Speicherkarten oder Angelzubehör, Haken, alles Mögliche reinmachen kann. Jetzt habe ich einen zum Kletti verloren. Und wie viel haben wir noch? Nehmen wir viele, gell? Ich tue es nochmal auf die Seite. Unsere liebe Carina ist im Urlaub, das stimmt. Und das hat sie sich mal sowas von verdient. Ja, unglaublich, ja. Sowas von verdient. Aber ich habe wieder Bilder von ihr gesehen beim Dreh. Alles super. So, wie geht's weiter? Ah, wie wär's denn mit einer Handtasche? Ich nehme jetzt ein kleines Modell für 15 Euro. Das ist altrosa, würde ich jetzt mal sagen. Nee, braun. Das, oder, Carmen? Braun? Oh, das, Moment mal, wir tun gerade noch die Farbe abgleichen. So ein Misch zwischen altrosa und braun. Also ich trage es mal als Crossover-Tasche hier unter der Brust. Crossover? 15 Euro. Tasche verkauft, Jana Pet. Ich muss unbedingt einen LKW mit Taschen mal kaufen. Aber grundsätzlich, wenn ich dann den LKW gekauft habe, will plötzlich keiner mehr eine Tasche. Jetzt habe ich noch was ganz was Besonderes und zwar... Der Fahrrad-Tuleträger, der muss auch vor der Kamera gekauft werden. Da müsst ihr mir Nachrichten schreiben, bitte, wenn ihr dafür euch anmelden wollt. Gut, ihr wollt es so, dann besprechen wir es kurz an. Wir haben... Achso, den Thule-Fahrrad-Träger haben wir das Video schon gezeigt. Video ist raus, ja. Achso, also ihr habt es vielleicht schon gesehen im Facebook auf unserer Seite und in unserer Gruppe. Uiuiuiui. Schwächeanfall. Aber das ist ein robustes Teil, das hält es aus. Hier wackelt natürlich alles. Und zwar haben wir zwei Fahrrad-Heckträger für jeweils zwei E-Bikes von zwei verschiedenen Herstellern. Einmal ein Thule, der kostet im Schnitt so UVP-schnittmäßiger Art so durch die Bank durch 389 Euro. Natürlich kann es sein, dass es ab und zu mal eine Sonderaktion gibt und der günstige angeboten wird, aber wir haben recherchiert und die ersten 10 Seiten, wo wir gefunden haben, waren halt einfach mal 389 Euro, eher höher. Und davon sind wir ausgegangen und haben gesagt, hey, wir möchten für den Thule Fahrrad-Heckträger 320 Euro haben. Bedingung ist, Kauf vor der Kamera. Das ist für uns ein Highlight-Produkt, wir brauchen einen Käufer vor der Kamera. Toll wäre, wenn man für diesen hier auch einen Käufer vor Kamera finden würde. Ist genau das gleiche wie beim Thule auch, nur ist der etwas günstiger, der kostet regulär 319 Euro und wir haben gedacht 250 Euro. Der ist auch nickelnagelneu, tipptopp in Ordnung, auch für zwei Fahrräder, für zwei E-Bikes, für die Anhängerkupplung. Auch hier wäre es ganz toll, wenn wir hier einen Käufer kriegen würden, fünf vor die Kamera. Den kann man so. Also die Elke Zimmermann würde den Thule nehmen. Dann Elke, dann schreib mir bitte eine private Nachricht mit deiner Telefonnummer und ich rufe dich morgen an. Moment mal kurz. Ich mache sie gleich mal richtig. Aber es ist leider relativ schwer, das Dingens hier. So, so sieht er aus. Der ist von LAS, Fahrradträger Premium, in nur 5 Schritten einsatzbereit. Den müsst ihr einfach nur auf die Anhängerkupplung drauf machen, festschrauben und abschließen. Gut, Käufer für die Kamera, für diesen Artikel. Achso, genau, brauchen wir. Und der Tisch da hinten ist doch so voll, haben Sie gerade gesagt. Ja, ich bin zu langsam, ich darf ja nicht schnell reden scheinbar. Oder ich rede zu viel. Also, dann machen wir es hier reines Verkaufsdingens hier, das steht mir hier im Weg. Wie viel bietet ihr mir hier für mein Hundekörbchen? Macht mir einfach mal ein Angebot. Wir wollten eigentlich mal 30 Euro, ich nehme aber mittlerweile jedes Gebot entgegen. So, dann haben wir zweimal fürs Auto Heckrollos. Das kann man einfach an die Heckscheibe hinmachen. Rollo habe ich hier für 5 Euro das Stück. Zwei Heckscheibenrollos. Sonnenrollo. Gerade jetzt Preis bei dem Wetter. Steht drauf? 5 Euro, jawohl. Achso, regulärer Preis war mal 13,90 Euro. Wir dachten einfach 5 Euro, original verpackt.
Heckscheibenrolle für 5 Euro. Habe also ich zwei Kerstin Stück. Thomas bietet dir schon mal 15 Euro. Für okay, 15 Euro ist schon Hundekorb mal. Hundekorb 20 Euro, Sabrina Linencamper. Aha, 20 Euro, das finde ich doch fast schon gut. Heckrollo verkauft an Julia Schier. Also. Preis steht drauf, hast du gesagt? Ja, also ja, 5 Euro, das weiß ich. Nee, gell? So. Wie sieht es jetzt aus mit 20 Euro für den Hund? 20 Euro finde ich gar nicht schlecht. Wir warten noch 30 Sekunden. Wenn dann nichts mehr kommt, ist er weg für 20 Euro. Wenn irgendjemand mehr bietet, ist in Ordnung. Dann geht er halt weg für mehr oder geht weg für 20 Euro in 30 Sekunden. So, Hedi Martin kriegt den anderen Heckscheibenrollo. Okay, wir bleiben beim Sonnenschutz. Ich habe jetzt hier nochmal so eine Universal. Was ist denn das hier? Ach, für die Windschutzscheibe. Hier, 2 Euro. Für die Windschutzscheibe so ein Reflektionsteil, auch Sonnenschutzblende. Ja. Hitzeschutz, Sonnenschutz. Sichtschutz, Sonnenschutz. 2 Euro. Gebe ich dir schon mal rüber, stimmt, verkauft gleich. 2 Euro für den Sichtschutz. Dann habe ich dreimal eine, nett lachen, ich sage jetzt mal. Windschutzscheibe verkauft. Ich sage jetzt mal Schneeschaufel. Man kann natürlich auch Sand schaufeln damit. Und das Coole an dem Teil ist, das ist eine Klapp- oder steckbare. An Fabi Krieser. Wir haben hier dreimal Schneeschaufel. Und zwar ist das eine Teleskop-Schneeschaufel. Die kann man ins Handschuhfach legen, wenn man mal eingeschneit ist, beispielsweise. Oder wenn man buddeln möchte. Oder. Das Ding kostet regulär 24,90. Wir würden gerne haben 10 Euro. Ich hole es mir mal raus, da könnt ihr es euch besser vorstellen. Also man kann damit tatsächlich sein Auto freischaufeln im Winter von Schnee oder natürlich auch Sand schaufeln. Ich finde es eigentlich ganz praktisch, weil man kann es nämlich einfach ins Handschuhfach legen. Und wer kennt es nicht, er geht einkaufen, kommt zum Auto und plötzlich ist das Auto. Schneeschaufel verkauft an Corinna Schmidbauer. Jetzt habe ich noch zwei. Die ist auch schon verkauft, alle verkauft, alle drei. Also dann sage ich jetzt nichts mehr, geht es gleich so, weiter, machen wir nahtlos weiter und reden. Warte. Corinna Schmidbauer kriegt eine Schaufel, Michaela Bader kriegt eine Schaufel. Und Thorsten Müller kriegt eine Schaufel. Dann sind alle weg. Schneeschaufel im Strand. Ja, Schaufel, Schneeschaufel kann man auch am Strand benutzen. Ja, natürlich. Als Sandschaufel. Wenn man sich eine Sandburg bauen möchte. Entschuldigung. Fotorucksack. 8 Stück waren es mal. Wir möchten noch 20 Euro für einen. Und Bügeltischbezug für 5 also, Euro. Also Sabrina kriegt den Hundekorb jetzt für 20 Euro. Jawohl, super, freut mich. Sabrina, wo wollen wir nochmal deine Nummer? Ich habe noch 4 Fotorucksäcke. 20 Euro, perfekt, deins. So, jetzt habe ich auch mal was für Männer, nicht nur Handtaschen, sondern auch mal was für Männer. Und zwar sind es hier Geldbeutel. Regulärer Verkaufspreis war mal 40 Euro. Wir möchten nur noch einen Zehner dafür haben. So sieht es aus, in braun mit praktischem Kleingeldfach. Dann haben wir hier ein Fach für einen Ausweis oder Führerschein, separat gesichert mit diesem Clip hier. Kann man sich ja noch aufbalten, kann noch mehr Karten reinmachen. Also man kann ganz viele Karten hier reinmachen. Dann haben wir hier noch so ein Geheimfach mit einem Reißverschluss hier, auch ganz praktisch, wo man noch Sachen Geldbeutel reinmachen. Geldbeutel Harald Schlatterer verkauft. Wir haben ganz viele davon, glaube ich. Du hast 50 Stück habe ich, glaube ich. So irgendwas. Okay, also ich habe noch ganz viele hier. 9,90 Euro für diesen Geldbeutel hier. Schön braun mit Reißverschluss, Dokumententasche, Kleingeldtasche. Und dann dieser Sicherungsclip hier ist ganz wichtig für die Karten, dass sie nicht immer rausfallen. Coole Sache, toller Geldbeutel. 10 Euro oder 9,90 Euro. Und ich erinnere nochmal an meine Gewichte hier. 25 Kilo für 30 Euro glatt. Monika Röhlich, ein Geldbeutel. Und ich zeige immer noch mal gern wieder meinen Bügeltischbezug. Bernd Trommel, einen Geldbeutel. Und ich habe noch ganz toll hier meinen Hedi Angelrucksack, Martin. Meinen Fotorucksack, meinen Hundezubehörrucksack für 20 Euro. Christine Mill. Betty Jetten. Die Schröers. Diana Pracht. Ihr habt alle einen Geldbeutel. Mandy Hoffmann auch. Mein erstes Weihnachtsgeschenk, Lach. Ja, super. Man Geldbeutel, muss jetzt, man muss, Michael mein, auch da. Meine Mutter macht das auch, die kauft jetzt schon für Weihnachten Geschenke ein. Ich sage immer, sie ist
was sage ich immer? Wie viele Kartenfächer hat der Geldbeutel? Ich zähle jetzt gerade nochmal durch. Beate Bellscheid kriegt auch einen. 2, 3, 4, 5, 6, da kann man auch nicht rechnen, 7, 8, also hier hinter der Geldscheintasche kann man eine Karte reinmachen, dann kann man hier unten eine Karte reinmachen, dann hat man hier 3 Karten, dann kann man hier eine reinmachen, da weiß ich. Die Katzenboxen sind auch gerade verkauft. Fabian Krise. Halt, das ist keine Katzenbox, ja. Das ist ein Pet Shuttle, also ein Hundetransfer, nee, ein Hunde, ein Kleintiertransfer. Das ist eigentlich, wenn man mit für Hamster ist es. Also Moment, wir machen noch mal ganz kurz Break hier mit diesen Katzenboxen, weil es ist eigentlich keine Katzenbox, weil das ist eine, ein ist Vogel, für ein Hamster, Meerschweinchen, Hasen, Mäuse. Aber für Katzen ist es, glaube ich, zu klein, Leute. Ja, das ist einfach hier. Also Transportbox nennen wir das jetzt. Pet Shuttle, genau. Oder Pet Shuttle. Für Vögel, für Nagetiere und für Hasen, Mäuse, Meerschweinchen, sowas, wenn du damit mal zum Arzt müsst. Transportbox, ganz genau. Was kostet es? Ah, das ist eine gute Frage sogar. Regulär 20 Euro, bei uns nur 10. Genau, Transportbox, Sonja Wolf. Wir haben 6 Stück. So, Fabi Griesinger, das dachte ich mir, weil für Katzen ist es wirklich zu klein. Ja. So, geht da Kleingeld rein in den Geldbeutel? Na, ja, es hat ein Kleingeldfach, habe ich gezeigt. Zeige es gerne noch einmal. Hier. Geldbeutel Karin Kilgus. Hier. Da kann man Geld reinmachen. Und Scheine gehen natürlich auch rein. Ist sogar getrennt. Große Scheine, kleine Scheine oder keine Scheine. So. Hier kann man schön aufklappen. Und dann, da Transportbox Svenja Steinert. Pet Shuttle for small pets, also für kleine Tiere. Geldbeutel Sandy Kessler. So. Sandra Scholz, ich schreibe es einfach nochmal auf. Rucksack 20 Euro, ich zeige ihn gerne nochmal. Antje Runte, einen Geldbeutel. Guckt ihr euch meinen Papi zu? Er hat bis jetzt nicht geantwortet. Dann Niki Förster, einen Geldbeutel. Ich hole mir noch mal ein Stück Wasser. Ich bin immer noch da. Mein Wasser aus meiner Karaffe schmeckt komisch. Mein Wasser schmeckt voll warm. Der Kühlschrank kühlt dann nicht mehr richtig. Ja. Probier mal. Aber jetzt wird es kalt wieder. Die Karaffe mag ich sowieso nicht. Jetzt ist es wieder kalt, ich glaube, da war einfach der Tank leer. So. Riecht auch. Ja. Können wir weitermachen? Ja. Okay, wir machen weiter. Wir haben noch 3 Tiertaxi. Und ihr habt gefragt, ob wir was für Nagetiere haben. Das war Nummer 1 hier, die Transportbox. Und jetzt haben wir das Willy Wheel, 20 cm Durchmesser, ein Folterrad für Hamster oder kleine Mäuse. So fühle ich mich jeden Tag, wenn ich neben meiner schönen Frau aufwache. Wie im Hamsterrad. Wie im Hamsterrad. Oh, Hasse. So, 20 cm Durchmesser. Habe ich einen Preis gesagt? Achso, ich kenne mich echt nicht aus, aber ich würde es einfach mal sagen, 5 Euro fürs Hamsterrad. Haben wir tatsächlich... Fürs Hamsterrad. Hamster. Kann man vielleicht auch Mäuse rennen lassen. Running Wheel, Laufrad. Große Transportboxen haben wir keine, nein. Nein. Sind keine da. Aber ich habe ein Hamsterrad hier für 5 Euro. Hier, Willy Wheel für Hamster und Mäuse und solche, die es werden wollen. So, und wir haben noch das Tiertaxi für kleine Nager. Da passt mein Meerschweinchen nicht rein. Saugeil. Das, wie heißt es? Ach so, ich weiß, wie das Meerschweinchen heißt. Das heißt Garfield. Okay, wir machen weiter. Wie wär's denn mal wieder mit einer Handtasche? Ich habe jetzt hier eine riesige Handtasche für 30 Euro. Die werden immer größer. Achtung. Boah, ist mir warm. Auch wieder hier Taschenherz. Meier Lederwaren. Die wow. Trägt man aber jetzt eigentlich nicht crossover, mein Schatz. Also wie trägt man die denn dann? Achso, die trägt man jetzt so. Warte mal so. Der Bügel ist ein bisschen lang, aber... Okay, dann kann man... Das Tasche verkauft, Kerstin, Urneschuh, Urneschuss. Lass mir doch mal meine Tasche hier. Ich würde gerne auch mal hier.
Oh, warte mal schön, jetzt sehe ich da gerade was. Nee, verkauft, tut mir leid. Nein, warte, ich sehe gerade nämlich was, ich muss da drastisch den Preis reduzieren. Oder ist das Original, ich kenne mich jetzt echt nicht aus. Der Reißverschluss müsste doch normalerweise fest sein, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ja, der muss fest sein, gell? Mhm. Oh oh. Oh oh. Wir würden die Tasche der gleichen Dame für 20 Euro anbieten, wenn sie selber zum Schneider geht. Und ich zeige es mal ganz kurz, was tatsächlich passiert ist. Mir ist gerade erst aufgefallen, ich habe nämlich die Tasche eigentlich alle überprüft. Das betrifft jetzt die Kerstin Urne Schuß. Aber eigentlich ist es neu. Nee, das muss doch kurz sein, oder? Ach, muss das? Aber halt, auf der Seite ist Fashion, auf der anderen Seite nicht. Aber wieso ist Schneider? Ach, das ist jetzt sehr mysteriös. Ich bin jetzt nicht unbedingt der ausgebildete Fachmann für Handtaschen. Ach so, ja, das ist doch bloß auf den beiden. Genau. Muss das so sein? Also der Reißverschluss von der Tasche ist irgendwie gewöhnungsbedürftig festgemacht. Der gehört aber so. Also okay, jetzt machen wir es so. Wir schicken die Tasche für 30 Euro raus. Du schaust sie dir an. Wenn damit nicht klarkommst, kriegst du entweder die Teilrückerstattung von 10 Euro oder wir übernehmen die Rücksendekosten. Okay, wir sind jetzt einfach mal kulant. Dann haben wir egal, ich nehme sie. Okay. ich habe noch eine Jacke hier. Achtung, das ist auch wieder eine Herrenjacke. Wir haben recherchiert, müsste auch so im Netz um die 69 Euro liegen. Ich ziehe es jetzt einfach mal an. Wir wollen was dafür? 50? 50 Euro. Heute kostet alles 50 Euro. Und zwar sieht die so aus. Achtung, ich schätze auch mal, dass es eine Größe M ist, weil ich bin ja auch ein M. Und ich finde es eigentlich vom Schnitt her sehr schön. Hat natürlich auch einen Reißverschluss. Das Design ist schon mal was anderes. Man hat hier an den Ärmeln hat man zwei Klipse für die, wie sagt man hier, Ärmeleinstellung. Ich habe einen coolen Stern auf der Brust. Ja, alles gut. Der Ingo braucht keine Regenbogenfahne, aber er macht halt einfach jeden Spaß mit. Das ist der Unterschied. Naja, aber hier, ich finde es... Ton ist weg. Bei wem ist der Ton weg? Oh, war das bei mir? Oh, ich habe meinen Ton eingebaut. Sorry. Jetzt besser? Jetzt besser? Gibt's leider nur in M. Also, die Armlänge ist eigentlich okay. Also, ich bin eine M eigentlich. Ich bin eine M. Also, ich finde sie ganz gut. Innen schön gefüttert. Nicht zu heiß. Ton ist da, alles gut. Okay, super. Das war wahrscheinlich hier, weil ich die Jacke drüber gezogen hatte. Ist die letzte Jacke hier nagelneu, pfennig ganz. Ich kann nicht viel dazu sagen. Hier ist die da drüben verkauft? Die Damenmotorradjacke war die. Oh! Moment. War die verkauft? Ah, die war gar nicht verkauft. Meine war so schnell weg. Ist da kein Zettel dran? Nein, halt, haben wir die eigentlich vergessen. Maus, komm nochmal her, geschwind. Wir zeigen es nochmal ganz kurz. Ach, die wollte ja gar keiner haben. Die wollte keiner haben, ich verstehe es gar nicht. Also einmal die Herrenjacke, die ich noch habe hier für 50 Euro und die Damenmotorradjacke für 50 Euro. Nagelneu, unbenutzt, ungetragen. Also außer von mir oder von Ingo, jetzt ganz kurz Probe angehabt. Ja, okay, habe ich zwei Leder. Also das eine ist Kunstleder, das andere ist eine Stoff-Motorradjacke mit natürlich Schützen, Schutzpolster an den Ellenbogen für Damen, 50 Euro. Hängst du irgendwo, dass man sie noch sieht? Das wird schwierig. Das wird schwierig. Okay, dann tue ich mal die Jacken. Ja, aber da hättest du doch hinhängen können. Da kannst du, ja, genau. Nee, da stören sie mich aber. Also, jetzt machen wir es einfach mal so. Mal gucken, ob es jetzt dann hier... Zwei Motorradjacken. Was habe ich denn hier? Wow, hier eine riesen XXL-Handtasche für 30 Euro. Und zwar jetzt hier. Die hat einen ganz kurzen Riemen, oder? Kann man lang machen. Kann man den lang machen? Okay, mache ich natürlich. Ich halte sie nochmal hoch, dass ihr sie seht. Vielleicht brauche ich gar nicht so viel sagen. Sie hat auf jeden Fall zwei riesengroße Henkel mit dabei. Man kann sie nämlich dann auch so tragen. Habe ich auch schon gesehen. So. Ach, halt, wie so? Nein, so. Ach, so. Verkauft an Beate Schiefer. Wie macht man das dann so? Carmen, zeig sie mal, wie das geht. So, okay. Ihr müsst hart sein, ich habe nur noch drei Handtaschen, aber die zeige ich ja später. Ich habe hier einmal eine Motorradjacke und wir machen weiter. Ja, wir haben was ganz Praktisches und zwar heißt es hier... Muss ich aber erst ganz kurz gucken, wie viele ich noch habe. Okay, wir haben hier Vakuumbeutel. Das sind Sets mit jeweils 15 Stück. Das Coole ist, ihr packt da eure... Das sind also 15 verschieden große. Das sind 10 kleine mit 40x60 Tüten und 5... mal 70 mal
1,20. Das heißt, ihr packt eure Klamotten da rein und dann holt ihr einen Staubsauger, saugt die Luft da heraus und dann könnt ihr die Platz sparen, in den Koffer reinpacken oder in den Schrank hängen. Und die kosten regulär bei uns 29 Euro. Vakuumbeutel verkauft an Sabrina Linencamper. Die kosten 523 Euro. Nein, ein Beutel, ein Satz Beutel kostet hier nur bei uns im Live-Shopping hier 12 Euro. Nadine Eckert. Also es sind insgesamt 15 Beutel, 10 kleine Beutel und 5 große. Die kleinen sind 40 mal 60, das ist ja auch schon riesig. Und Ellen aber Hentes. 70 mal 1,20. Wisst ihr, was ihr da an Gepäck unterm Schrank Siegfried verstauen Appel. Könnt? Oder hier im Koffer. Also da geht einiges rein. Einfach Staubsauger raus. Nadja Müller. Und leersaugen. Für 12 Euro Vakuumbeutel. Jessica Regwi kriegt zweimal. Lara Lustig. Leute, so viele habe ich nicht mehr. Jetzt wird es 7, 9. Also dann halte ich es nicht mehr in die Kamera hier, dann gebe ich euch nicht mehr hier. Jojo Schokokuchen kriegt eins. Also wer jetzt kein Vakuumbeutel bekommen hat, der kriegt von mir vielleicht nochmal einen Rucksack für 20 Euro. Ein cooler Jana Rucksack. Jana Pet. Cooler Rucksack für 20 Euro. Und wir haben noch unsere Nagertaxi. Fertig. Jana Pet war die letzte. Okay, danach wir haben hab ich noch Lagertaxi für 10 Euro und unsere Rucksäcke für 20 Euro. Dann haben wir noch unsere Geldbeutel für 10 Euro oder für 9,90 Euro. Hier mit 8 Kartenfächern, es hat ein Münzfach, 2 Geldscheinfächern, Reißverschluss, Geheimfach für 8 Euro. Sorry, für 9,90 Euro. 9,90 Euro. Und hier habe ich das Tiertaxi für 10 Euro. Sind noch 4 Stück da. Und unsere Rucksäcke sind auch noch da. Und unser Hamsterrad. Für 5 Euro ist auch noch das. Willi Will mit 20 cm Durchmesser. 5 Euro. Und unsere Bügeltischauflage hier für 5 Euro anstatt für 12. Für Bügelbretter mit 1,44 x 49 cm verschiedene Farben erhältlich. Kratzbäume haben wir keine mehr. Kratzbäume, warte mal, Matt. Nein, die haben wir nicht. Kratzbäume, die wir hatten, da haben wir einen verkauft und den anderen brauchen wir einen Käufer vor der Kamera. Genau. Liebe Sonja. So, ich habe noch was ganz Besonderes, und zwar sind es hier, ich habe noch 4 Holzkisten. Ihr wisst Beate doch, dass wir eigentlich Europas größter Schatzhuhnhändler mal waren. Und jetzt habe ich hier noch übrig 4 Holzkisten. Die sind ganz viereckig und schlicht. Die kann man wunderschön bemalen oder man kann was reinmachen oder Weinflaschen zu Weihnachten verschenken. Eine Schatzkiste oder eine Holzkiste kostet 10 Euro. Ich sage euch kurz noch die Maße. Die Maße der Kiste sind... Wie viele haben wir? 4 Stück. Die sind 38 mal 27 und Michaela Bader eine Kiste hoch, verkauft. Sind 20 hoch. 10 Euro die Kiste. Sandra ich noch. Sommer eine Kiste verkauft. 10 Euro ist ja tatsächlich ein Witz für so eine tolle Kiste. Jetzt habe ich noch 2 Kisten und ich habe Sandra Seibt eine Kiste. Okay, gut. 6. Wo ist sie denn? So, ich habe es ja angedroht. Warte, wo sind wir denn? Ich habe auch noch, ich habe ja das große Schiff vorhin gehabt und jetzt habe ich noch das kleine Sandra Schiff. Sommer war das, Sandra Sommer, sorry. So, hier. Das und ist das, Nicole Weißbrenner das hat ist auch das kleine Dekoschiff. Dann sind alle weg. Auch wunderschön, wir haben das in groß für 10 Euro und in klein für 5 Euro, das Dekoschiff. Das wäre das kleine Dekoschiff. Könnt ihr auch kaufen, auch ganz toll zum Dekorieren. Beispielsweise von so einer Holzkiste aber einfach 2 Schiffe draufkleben 70, 1, und dann habt ihr eine tolle Piratenkiste. 70, 1, 6, 0, Holzschiff kostet nur 5 Euro bei uns. Haben wir auch ganz viele noch am Start. 160. So sehen die aus. Kommen auch in so einer schönen Kiste. Habe ich nicht, gell? Okay, also, dann die möchte keine. Warte, dann gucken wir nochmal hier oben. Also, wer war nach Sandra Sommer? Nicole Weißbrunner. Dann habe ich noch Michaela... Nee, Michael Krapf kriegt auch eine Holzkiste, dann kriegst du die. Dann machen wir das so. Ein kleines Schiff. Schiff klein kostet was? 5 Euro. Das kriegt Michaela Bader eins. Und es geht weiter. Das ist das große Schiff und das ist das kleine, genau. Wir arbeiten uns hier langsam vor, das finde ich gut. Ich habe hier noch eine doppelwandige Trinkflasche mit 530 Milliliter für 6. schlappe 6 Euro.
Ist auch beim letzten Live-Shopping nicht weggegangen. Haben wir nur einmal da. Ist ein Einzelstück hier, 530 Milliliter für schlappe 6 Euro. Kann man hier Kaffee reinmachen, Säfte. Der Nick nimmt jeden Tag seine mit in die Schule. Von B-Max, 6 Euro. Trinkflasche verkauft, Niki Förster. Okay. Oh, und was haben wir denn hier noch? Das ist die drittletzte Handtasche, ist auch wieder eine große für, was habe ich letztes Mal gesagt? 30 für die große. 30, okay. Und Achtung, jetzt muss ich es gleich mal richtig machen, nicht, dass ich es wieder falsch mache. Moment. Nee, ah, es ist so hier. Hier. Ach so. Ja, hier. So sieht die aus. Sommerliche Farben, würde ich sagen, sind auch von Meyers Lederwaren, diese Handtaschen, also qualitativ hoher Lieferant. Sieht sehr schön aus. Hat so, was ist das hier für ein Stoff? Webstoff, würde ich jetzt mal so plump sagen. In Senfgelb. In Senf? Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Och, jetzt kommt's hier. Da ist eine Tasche in der Tasche drin. Oh, wie süß. Oh, ja, das ist so eine. Oh. Also, das ist aber toll. Oh, das ist einmal eine Einkaufstasche quasi und die passende Handtasche dazu. Oh, das ist ja was Tolles hier. Da gehe ich ins Freibad mit meiner Strandtasche und habe dann das gleiche Ding für meinen Geldbeutel und so. Also ich mache das jetzt hier mal fest. So traut sich keiner zum Schreiben. Tasche verkauft, Sabine Klare. So. So, ich zeige es nochmal. Das ist die kleine Tasche hier und das ist die große Tasche. Die kleine tun wir jetzt wieder in die große rein, da fühlt sie sich zu Hause. Oh, ist verkauft an Sabine verkauft. Klare. So, jetzt habe ich hier noch, ich erinnere noch mal ganz kurz, meine Damen-Motorradjacke für 50 Euro und meine Herren-Lederjacke für, komm, ich reduziere drastisch den Preis, ich will nur noch 40 Euro hier für die Jacke. Ich zeige sie noch mal. Ich finde sie eigentlich echt cool, der Schnitt ist super. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, was das Design angeht mit den Farben hier. Aber das war, haben das nicht, wie hießen die früher, Kiss oder? Das sieht aus wie Zähne oder so, sind das Knochen? Nein, aber Kiss hat doch das auch so Muster gehabt mit so... Aber die Jacke an sich ist mit so Sternen und so Muster prinzipiell drauf. Nicht schlecht. Für 40 Euro gebe ich die Jacke ab. Größe M. So, mit was machen wir denn weiter? Ah, ich nehme nochmal ein Hundebett. Hundebett, regulärer Preis 49 Euro. Wir möchten noch 30 dafür haben. Haltet euch fest. Das sieht jetzt tatsächlich aus wie ein richtiges Hundebett. Bruce Danell hätte gesagt, mehr Trauma, Baby. Oder die, Tasche, Drama, muss, die Tasche muss leben. Kuschelbett 60 cm. Blushbett. Ist ein Blushbett, kein Blushbett, sondern ein Blushbett. Mit 60 cm Durchmesser hier. So sieht es aus für schlappe 30 Euro. Sehr schön. Kann man abziehen hier und auch waschen. Viel gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, oder? Design ist natürlich pfotenmäßig. Sieht eher aus, als wäre ein Berg gelaufen. So, tun wir mal rüber. Hallo Michelle, mich wundert, dass du Ingo dazu bekommen hast, diese Taschenpalette zu kaufen. Ah, der Ingo macht ob alles. Ob die Herrenjacke echt Leder ist? Nein. 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 Nein, also das wage ich stark zu bezweifeln. Ich glaube nicht. Hundebett verkauft, Katrin Nägele. Ich habe hier von Cecil, ein Casual Fit 33 sicher Bundweite, eine Cargo Hose oder was eine Dreiviertel, ja. Dreiviertel Hose oder sieben. Sag nochmal bitte die Größe. Das ist 33 Bundweite 33/22. Ich habe aber auch gar keinen Preis. Also 33er Bund und 32er Länge. Okay, regulärer aber Preis Dreiviertel Hose. Regulärer Preis ist 49,99 von Cecil. Da würde ich jetzt einfach mal knallhart 30 Euro sagen. Ist ja fast die Hälfte, oder? Warst du günstig? Warum hätte ich mehr verlangen sollen, Maus? Oh, komm, jetzt hör doch auf. Also das hat auch noch einen schönen Stretchstoff. Da passt man auf jeden Fall rein. Was ist das hier? Ein schönes Marineblau? Also eine schöne Dreiviertelhose für 30 Euro. Ich mache jetzt was ganz Verrücktes. Meine Frau sagt, ich bin zwar zu günstig, aber ihr wisst, ich will, dass ihr Schnäppchen hier macht. Ihr könnt mir auch einen Preisvorschlag machen für diese wunderschöne Hose. Nehme ich an. So sieht die aus. Ich muss wahrscheinlich weiter weggehen, dass man die besser sieht. Ne, du musst sie wahrscheinlich anziehen, damit sie verkauft wird. Ja, natürlich, mein Schatz. Auch das machen wir dann beim nächsten Live-Shopping. Okay, vielleicht mal Küchenartikel oder so? Jawohl, machen wir auch. Wurde auf mehrfachen Wunsch jetzt gefragt. Küchenartikel.
Hat man die denn gesehen? Ich habe hier beispielsweise noch übrig geblieben vom Live-Shopping beim Mo. Und zwar, das Gerät wurde eigentlich zurückgesendet. Hundebett ist schon verkauft. Ja. Das wurde zurückgesendet, weil... Katrin hat es gekauft. Zeig das Hundebett mal nochmal. Die Katrin möchte es nochmal sehen. Grüße nach Hamburg zurück. Vielen Dank, lieber Werner. Ja, perfekt. So, das ist das Hundebett, liebe Katrin. Das reicht. So, ich habe hier einen Smoothie Maker. Den haben wir damals schon beim Mo in der Halle verkauft gehabt. Der kam tatsächlich zurück, weil die Farbe nicht grün ist, sondern weiß. Regulärer Preis sind 39 Euro. Wir hatten es beim Mo verkauft für 25. Da sollten wir auch wieder ungefähr hinkommen. He? Smoothie Maker von Create. IQOS, war das nicht IQOS hier das ganze Zeug? Genau, von IQOS. Statt 39 Euro verlangen wir tatsächlich nur 25. Und er ist tatsächlich zurückgekommen, weil er nicht grün ist. Er hätte grün sein sollen. Wir haben ihn hier in weiß. Also Smoothie Maker, 25, was habe ich gesagt? 25 Euro, oder? Ja, 25 Euro. Verkauft an Betty Jetten. So, dann haben wir was ganz Besonderes. Nagelneu vom Mo aus dem Online-Shop. Regulärer Preis sind 59 Euro. Das ist ein neunteiliges Kochtopfset. Es ist geeignet für Gas, Elektrik, für Induktion, Vitrokeramik, für die Spülmaschine geeignet und für Halogenöfen. So sieht es dann tatsächlich aus. Neunteilig. Da ist dabei großer Topf, kleiner Topf, breiter Topf, langer Topf, Topf mit Stiel. So sieht es aus. Für schlappe 50 Euro neunteiliges Kochtopfset vom Mo, nagelneu ungeöffnet. Cooles Teil. Wenn ihr wollt, hole ich es raus, aber was soll ich dazu großartig sagen? Kochtopfset neunteilig. Verkauft Sabrina Linencamper. Edelstahl, wollte ich noch sagen. Achso, brauche ich jetzt nichts mehr sagen. Okay, nee. Machen wir. Preis ist drauf, ja. Preis ist drauf. Okay. Und wir haben auch bekommen, nagelneu vom Mo. Darum kann ich auch mit dem Preis nicht allzu viel machen. Und zwar habe ich hier auch wieder von DMS eine Wahnsinns-Küchenmaschine in Rot. Regulärer Preis sind bei ihm im Onlineshop 84,90. Wir wollten heute nur hier im Live-Shopping für ein nagelneues Gerät 75. Kochtopfset ist weg, war ein Einzelstück. Genauso wie die Küchenmaschine auch ein Einzelstück. Achso, ja, die Küchenmaschine ist auch ein Einzelstück. Und zwar, was kann die? Die hat 1900 Watt. Es ist dabei ein Knethaken, ein typischer K-Haken. Dann ist so ein Schneebesenaufsatz mit dabei. Dann ist so ein Ausschaber mit dabei. Die Rührschüssel ist mit dabei. Dann verkauft an Schuck Conny. Danke. So, am Samstag gibt es noch viel mehr elektronische Geräte. Wir haben jetzt gerade Mitarbeiter 6 Paletten prüfen lassen. Liebe Grüße nach Bad Bevensen an die Betty. Liebe Grüße nach Bad Bevensen an die Betty. Grüß, da wohnen nämlich auch unsere, ja, unsere Trödelquins. Unsere, ja, beide Trödelquins. Die möchte man an der Stelle auch mal ganz kurz grüßen. Was haben wir denn noch? Haushalt. Achso, wenn man gerade dabei sind. Wir haben unser Büro aufgeräumt und haben einige Fotomuster gefunden. Ich habe hier beispielsweise ein Schneidebrett mit einer Schieferplatte drauf. Möchte ich 5 Euro für haben. Bambusoptik, Schieferplatte drauf. Da kann man dann Käse servieren oder seine Sushis anrichten oder Brot schneiden oder was auch immer für 5 Euro. Man kann es auch schön aufhängen. Nicht in die Spülmaschine einmachen, das ist natürlich Holz, aber man kann es schön abreiben. Entweder drauf schneiden oder irgendwas drauf essen oder einfach nur anrichten. 5 Euro für das schöne Schieferblattbrettchen aus Bambus. Und wenn wir gerade beim Thema Bambus sind. Brett verkauft, Sandra Scholz. Wir haben hier einen wunderschönen Brotkorb, auch mit Bambusdeckel, Metall. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dafür haben? Das Ding ist, glaube ich, was ist mit dem Ding? Das der Deckel Ding, klemmt ein kleines, ja, bisschen. Ja, aber so, besser so wie andersrum. Ja, er ist teilweise gebraucht. Ich würde sagen, Brotbox verkauft an Nicole Fee. Für 5 Euro, gut. So, Achtung, wer hat die Retourenprofis gesehen und hat Michelle und mich in der Badewanne gesehen? Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Und wir haben okay, heute auf der Palette drauf gehabt, was hat man drauf gehabt? Ein wunderschönes, ein Einzelstück, ein Badewannentablett, so wie wir es im Fernsehen schon gezeigt haben. Die haben wir leider alle im Posten verkauft, an Schnickschnack in Bad Wildbad. Aber hier, was habe ich denn hier? Ich habe hier einmal meine Seifenablage, dann habe ich hier meine Schwammablage, dann habe ich hier den Weinglashalter, dann habe ich hier den Tablett verkauft, Sabrina Linencamper.
für 523 Euro. Darf ich noch einen Preis sagen? 25 Euro verkauft, gut. Ich soll nicht so viel reden, heißt es wahrscheinlich. Okay. Ich habe noch mal was, wo wir beim Thema Haushalt sind. Und zwar habe ich hier ein Bügeleisen für hängende Ware. Ist natürlich schwer zu sagen, was es überhaupt ist. Ein Dampfbügler. Ein Dampfbügler. Und für zwar Vorhänge oder solche. Für Vorhänge, für hängende Ware, für Kleider und alles Mögliche. Das Gerät kostet neu, regulär 79 Euro. Und wir hatten uns 50 Euro vorgestellt. Das hat man hier so ein Apparatus. Den steckt man in die Steckdose rein. Und dann kommt hier aus dem Gerät hier, wo bin ich denn? Hier bin ich. Kommt der Dampf raus. Da kann man dann hängende Ware wie Vorhänge oder Wandteppiche und oder halt Brautkleider, andere Kleider einfach hier hängend abdampfen. Anzüge einfach hier aufdampfen, dann wirken die wieder wie frisch und frisch gewaschen. Wollten wir 50 Euro dafür. Was kann ich denn dazu sagen hier? Bezeichnung Dampfblätter heißt das ganze Ding von Voltu. Ja, viel mehr kann ich dazu nicht zu sagen. Wir haben es geprüft, es sieht tiptop aus, es ist ungebraucht. Nächstes Mal sagst du den Preis zuerst. Dann haben nämlich die Leute auch eine Chance. Ja, sag erst den Preis. Wegen dem Badewannentablett oder ja, was? Ja, sag in Zukunft erstmal einen Preis zuerst. Also das habe ich ja jetzt, das hab ich ja jetzt gemacht und keiner will es kaufen. 50 Euro hier für meinen Dampfkletter. Für Hängeware und sowas. So, Achtung, wir machen nochmal eine schnelle Bücherrunde. Ich habe nochmal 8 Bücher, Stückpreis 1 Euro, Kampf um die Oberwelt. Warte, Kampf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe neunmal dieses Buch hier. 1 Euro. Kampf um die Oberwelt. Auch wieder so ein Minecraft-Dinger. Eine dunkle Prophezeiung, ein scheinbar unbesiegbarer Gegner, ein Held, der eigentlich keiner sein will. Atemlose Spannung und mitreißende Action für Minecrafter. Sascha Schaffner. Regulärer Preis 9,99 Euro. 1 Euro. Verkauft. 3 sind schon weg. Zack. Bernd Rommel. Vanessa Schimanski, Daniela Bayer, Angelika Eckert, Angelika Eckert kriegt 2, wie viele haben wir denn? 7, 8. Sind alle weg. Ne, 1 haben wir noch. Ah, waren es 9? Dann kriegt noch Sabrina Lienenkämper ein Buch. Gut, alle weg. So, Achtung, ich habe beim Mo im Live-Shopping. Welche Marke ist der Dampfkletter? Voltu. Voltu, habe ich doch gesagt. Voltu. Ich bin auch offen für Preisvorschläge. So, ich muss noch mal einen Fehler zugeben. Ich habe beim Mo im Live-Shopping versehentlicherweise einen Raumentfeuchter verkauft als Raumluftreiniger. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Entfeuchter. Tatsächlich? Einen tatsächlichen Entfeuchter habe ich jetzt hier. Und zwar ist der auch von der Firma Icos. Kostet regulär 160 Euro und ich möchte maximal haben dafür 100. Und zwar, was kann er denn? Er kann 10 Liter am Tag aus der Luft raussaugen an Wasser. Er hat eine Lüfterfunktion. Er hat einen waschbaren Filter. Man kann einen Timer einstellen. Was kann das denn noch? Welche Farbe? Der ist weiß. Der ist tatsächlich weiß. Hier sieht man ein Bild. Achso, das Bild ist nicht so zugegeben. So sieht er aus. Kostet regulär 160 Euro. Möchten wir heute haben 100 Euro. Habe ich versehentlich verkauft als Luftreiniger. Es ist ein Luftentfeuchter. Und er kann 10 Liter am Tag aus der Luft entfeuchten. Gibt es noch was auf Deutsch, wo ich vorlesen könnte? Das war, hier. Neuer hocheffizienter Luftentfeuchter, 3Zone XL Cubic von Icos. Dank des R270-Systems, einem Kältemittel und Kondensator, der die Ozonschicht nicht beschädigt, können bis zu 10 Liter Feuchtigkeit pro Tag entfernt werden. Mit einem modernen Design und Steuerung über einen Spiegel-Touchscreen können Sie alle Parameter regulieren und überflüssige Feuchtigkeit aus der Umgebung zu entfernen. Und so die Verbreitung von Milben und Schimmel vermeiden. Darüber hinaus ist es dank der Kontrolle der relativen Luftfeuchtigkeit der Umgebung viel einfacher und billiger, ihr Zuhause zu kühlen oder zu heizen mit 24 Stunden Timer. Okay. Will keiner kaufen. Ist zu teuer, das dachte ich mir. Okay, aber ein Luftentfeuchter ist scheinbar eine praktikable Sache. So, was haben wir denn noch? €100
Regulärer Preis 135. Das sind Schuhe in Größe 45 von Altra. Nagelneu. Nagelneu, es sind nur die OVP. Darum hier 35 Euro zum Sparen. Hier ganz tolle Laufschuhe von Altra für 100 Euro. Oder Preisvorschlag. Genauso wie beim Luftentfeuchter. 100 Euro ist eigentlich mein Minimum, weil das muss ich tatsächlich an Mo überweisen. Das, oh, ouch, ouch, ouch. Wo geht's denn weiter? Wir haben so hast du die Schuhgröße gesagt? 45, Schuhgröße 45 für 100 Euro. Ich habe nochmal ein Buch. Komm. Bücher gehen gut. Ich habe viele Bücher. Und zwar habe ich jetzt das Buch, nein, andersrum, 1 Euro. Das Buch kostet 1 Euro und ich habe ganz viele. Und das Buch heißt Finde den Fehler, Reise um die Welt. Dieses lustige Rätselbuch führt dich rund um die Welt. Viele abenteuerliche Orte erwarten dich. Besuche eine Lama-Farm in Peru, entdecke ein Märchenschloss in der Slowakei und reise bis in die Antarktis mit zu den Pinguinen. Findest du alle Unterschiede zwischen den Bildern ab 5 Jahre? Und wir haben circa 37 Stück. Jedes Stück kostet 1 Euro. Ich zeige euch mal, wie das von innen drin aussieht. Da muss man einfach solche, dieses sind diese Suchspielchen. Nadine Eckert, Nadine Eckert, wo war ich denn noch? Ich hatte gerade noch ein anderes Buch. So, Nadine für 1 Euro können wir nichts falsch machen. Regulärer Eckert. Preis sind 6,95 Euro. Jana, wir hauen es heute raus für 1 Euro. Sonja Wolf, Theresa Ravert. Du hast ja blaue Finger. Von meinem Stift. Also Stefanie Kind. Finde den Fehler, ab 5 Jahren. Corinna Schmiedbauer. Sandra Seibt. Regina Steinert. Jessica Wee. Sandra Scholz. Bernd Rommel. Jessica Regi kriegt 2. Niki Künzer kriegt 2. Sandra Sommer. Katrin Bezi. Reise um die Welt. Kerstin Urneschuh. Hase, guck mal kurz. Oder Carmen. Ah, das sind Menschen. Sabrina, kleine Hexe, ja, nicht, dass die da was klauen. Ah, ich habe einen Fehler gefunden. Sonja Wolf, von dir brauche ich bitte eine Kundennummer, sonst kann ich es nicht akzeptieren, deine Bestellung. Ah, so, Fabian Griesinger, Jenny Eisermann, Elke Gottschalk, Sascha Platz. Tina Schmidt kriegt 2. Wie viele haben wir denn überhaupt? 37. Ah, 37. Elisa Henkel kriegt auch 2. Jetzt zählen wir einmal schnell durch. Okay. Lara Lustig kriegt 2. Jojo Schokokuchen. Stefanie, Fabi Griesinger, Carmen Sadovic, Harald Schlatterer, Theresa Frei, Marianne Stiller, wir zählen nochmal. Wie viel haben wir? 37. Okay, das war's. Also Marianne Stiller hat das letzte gekriegt. Oh, alle dann weg? Dann sind keine Bücher mehr da. Gut, ich habe schon noch Bücher, bald andere. Und zwar, jetzt machen wir weiter mit was ganz Coolem. Habe ich nur einmal hier, regulärer Preis sind 29,95. Wir möchten 15 Euro. Was ist das? Das ist ein Set von 4 Coolsticks mit einer Silikonform. Da kann man Einzelstück. Hier, Einzelstück habe ich gerade schon gesagt. Und zwar habe ich hier so einen Edelstahlstab.
Und dann lege ich in die Form rein und dann hängen an dem Stab hängen dann die drei Eiswürfel dran und damit kann ich dann meine Drinks ganz edel kühlen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, ich würde das... Solmus? Heißt es Solmus? Blomus. Blomus, okay, Bettijetten verkauft. Einmal. Dann habe ich zweimal, Achtung, andersrum, doch, ich habe zweimal zwei Ramen Bowl Sets. Was ist das? Und zwar, ich bin total begeistert, also ich habe einmal auf jeden Fall hier zwei so wunderschöne Schüsseln. Achso, halt, ihr wollt einen Preis. Regulärer Preis 39,90, ich verkaufe es für 25. Ich habe zweimal so eine wunderschöne Schüssel und habe zweimal hier diese Stäbchen dazu. Guck mal, wie das edel aussieht. Und da kannst du jetzt hier dann Reis draus essen. Und ich habe genau zwei Schüsseln und zweimal Stäbchen da dazu. Regulärer Preis 39,90, ich verkaufe es für 25 Euro. Und ich habe zwei so wunderschöne Schüssel. Die heißen hier Ramen Bowl Set von Panda Bau. Was kosten die nochmal? 25 Euro. Regulärer Preis sind 39,90. Neuware. Habe ich zweimal zwei Schüsseln. Also ein Set kostet 25 Euro. Wunderschöne Schüssel, schön schwarz, mit Riffeln außenrum dran. Dann haben wir hier die schönen Stäbchen. Und hier steht, glaube ich, sogar die Marke dran. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Panda Bau. Nee, es geht nicht. Ich brauche eine andere Kamera. Kommt auch, alles ist noch in Arbeit, gell? Schüssel, Fabi Griesinger verkauft. Und eine habe ich jetzt noch. Ein Zweierset, oder? Ein Zweierset, also ein Zweierset, genau. Und Sabine Samoki kriegt auch ein Bowlset. So, ich habe wieder noch die vorletzte Handtasche. Preis liegt bei 25 Euro. Und Achtung, Handtasche kommt jetzt ins Bild. Wieder so ein Mintgrün, würde ich sagen. Ist wieder Mintgrün, übrigens die gleiche Farbe wie den Kühlschrank, wo man Käufer bei uns vor der Kamera suchen. Hier haben wir wieder cool diesen Kettenlook mit dabei. Auch wieder von Meyers Lederbahn hier. Tasche verkauft zu Susanne Köhnen. Ey, ich kaufe jetzt nur noch Taschen. Wir könnten mal eine Abstimmung machen. Sollen wir noch mehr Taschen organisieren? Schreibt mal in den Chat rein, sollen wir noch Taschen kaufen? Und übrigens, wollt ihr Damenschuhe sehen? Ich habe so viele Damenschuhe und das letzte Mal ging kein einziger über den Ladentisch und da sind echt schöne Sachen dabei. Was ist da schiefgelaufen? Wollt ihr Kleider und Schuhe und Handtaschen? Meine Schuhe und Handtaschen kauft die Frau sowieso immer, oder Maus? Das kann man, immer brauchen, gell? Dann brauchen wir meistens. Ja, alles schreit ja. Herzle und so. Herzle? Ah ja, guck mal, lauter Daumen und Herzle natürlich. Ja, Taschen. Okay, ja. Aber ihr wollt es so haben, wir machen nochmal Live-Shopping mit Schuhe, weil die stehen alle noch hier im Regal beim letzten Live-Shopping. Oh. Sind die eingestaubt? Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber gerne. Probieren wir nochmal aus. Wir probieren nochmal aus. Tun wir nochmal schön bewerben. Am Samstag. Lass uns doch am Samstag machen wir einen Macher. Also, pssst. Ich mach's alleine. Ich bin alleine hier und ihr müsst einfach nur die Sachen angucken, die ich zeige. Was habe ich denn hier? Ah, weil der Bücher so gut laufen scheinbar. Oh, Jesus. Das Buch heißt Bewusst Fasten. Oh. Regulärer Preis sind 9,95 Euro und wisst ihr was, ich wollte eigentlich 2 Euro sagen. Ich sage auch 2 Euro, weil ich wollte eigentlich mehr sagen, also ich sage jetzt 2 Euro. Ich habe ganz viele von den Büchern Bewusst Fasten. Dieses Buch ist ein toller Wegbegleiter und wird euch mit Sicherheit gut informieren und unterstützen. Hier, Bewusst Fasten. Bewusst Buch Fasten. Verkauft an Harald Schlatterer. Bewusst Fasten bedeutet eine tiefe Reinigung auf allen Ebenen. Roter Körper, Teufel. Geist und Seele kommen zur Ruhe und neue Energie kann erwachsen. Bianca Seit Besen. Über 3 Jahrzehnten begleitet Rüdiger Dahlke seine Fastengäste durch die besondere Zeit des Neuanfangs. Nadja und gibt Eckert. Seinen reichen Erfahrungsschatz nun an diesen Fastenbegleiter weiter. Das inspirierende Programm ergänzt durch praktische Übungen und wirkungsvolle Rezepte, führt den Leser durch die Fastenzeit für zu Hause und motiviert dazu, die Aufbauzeit nach dem Fasten für eine gesunde Ernährung umzustellen. Für eine gesunde Carina Ernährung Carolina zu nutzen. Carolina S. hat auch ein Buch. Regulärer Preis sind 9,95 Euro. Wir hauen es raus für 2 Euro. Zugreifen. Petra Konitzko kriegt auch eins. Jojo Schokokuchen. So. Stefanie. Ich mach mal eins auf. Hm? Jessica Wie. So. Silke Klöckner. Okay. Wie viele haben wir denn circa? Viele. Okay. Sehr viele. Regina Steinert. Angelika Peters. Ich erzähl mal was zum Inhalt.
Monika Röhlich, du brauchst eigentlich nichts erzählen. Wesen und Dimensionen des Fastens. Manuela Karin. Essen und Fasten, zwei Pole der Natur. Fasten, wer, wann und wo? Wer sollte fasten, wer sollte nicht fasten? Fasten mit eigener Unterstützung, Fasten mit Angst, Fasten, wo kann man fasten? Carmen, wann ist die beste Zeit? Was sollte man vor dem Fasten durchdenken? Der Stattensfasten, jetzt wird gefastet, der Fastenplan. Grüner Power Smoothie. Nadja Müller. Fasten mit Leib und Seele. Fastenbrechen, Neubeginn. Ihr Aufbauplan, das Fastenbrechen. Was? Fastenbrechen? Also Fastenbrechen. Ja, wenn man damit abbricht, vermutlich, oder? Fastenanleitung, Rezepte 177. Das interessiert mich jetzt mal, was für Rezepte man gibt beim Fasten. Außer Wasser und Brot gibt es doch da nichts, oder? Oh, da gibt's, man darf beim Fasten essen. Vanessa also, das, Schimanski. Das ist Rezepte für den Aufbaukuchen. Aufbaukur. Ach, und, ah ja, 88, dann könnt ihr ruhig noch verkaufen. 88, ihr könnt kaufen bis zum Umfallen. So, was haben wir denn hier? Herzhafter Hirsebrei aus Hirsekorn, Rezept für eine Person. Zutaten, 60 Gramm Hirsekörner, ca. 30 Milliliter Wasser oder salzfreie Gemüsebrühe, frisch gemahlener Pfeffer, 2 Esslöffel gehackte Petersilie, ein Teelöffel gutes Leinenöl, sorry. Also Vanessa Schimanski habe ich bei dem Buch hier. Süßer Hirsenbrei, das ist eher was für mich. Okay, also ich zeige es nochmal hier in die Kamera. Buch 2 Euro, sind noch einige verfügbar. Haut rein, haut, kauft zu. Kauft zu, haut kauft rein. Zu. Schlag zu. So, wir machen weiter mit. Was haben wir denn hier? Ach komm, ich habe keine Ahnung, was die Sachen hier kosten. Ich stürze mich jetzt wahrscheinlich in mein Verderben. Aber die Zeit wird langsam. Oh. Die ist schon. Wir sind drüber. Jetzt gibt es Ärger mit dem Babysitter. Ich habe hier einen Kong für Katzen, der heißt Kikaru. Einmal habe ich ihn in blau und einmal in rot. So, rosa. Jeweils Einzelstücke für? Für Stück 3 Euro machen wir hier. Kong, jeder kennt es, für die Katze, es raschelt hier. Man kann damit Beißspielchen machen. Die Katze kuschelt damit also gerne. Vanessa Schimanski, dir mache ich 2 von den Büchern. Okay. Tablets kommen heute keine mehr. Nein, heute am Samstag zeige ich nochmal welche, aber ich möchte die nicht immer alle auf einmal raushauen hier. Kerstin Thomas kriegt. Blau oder rot? Blau, weil die. Der Harald kriegt es in rot. Okay. Dann habe ich hier 1, 2, 3. Ich habe 3-mal einen Aquafix von Charlie. Will ich auch 3 Euro für haben. Das ist ein Wassertränke. Für Hunde. So sieht das ganze Ding hier aus. Aquafix, was kann das hier? Die praktische Wassertränke, ideal für jede Getränkeflasche geeignet. Edelstahltrinker. Alles klar, man ist unterwegs. Dann kann man jede Sprudelflasche hier andocken und kann den Hund Wasser geben. Dann muss er halt dran saugen. Kostet? Wahrscheinlich. Kostet 3 Euro das Stück und ich habe 3 Stück. Wassertränke für unterwegs für 3 Euro. Befestigen. Kerstin Thomas möchte. Warte. Was jetzt? Warte. Kerstin Thomas möchte das in Blau nicht. Wer hat den nächsten in Blau? Das war doch der Kong. War das ein Kong? Da steht Kong drauf, genau. Ja, da steht Kong drauf, Kerstin. Ja, deswegen Kong ist schon mal was für Hunde, aber das gibt es wohl auch für Katzen. Und Kong steht also Kerstin, ja oder nein? Ja oder nein? Aquafix einmal Theresa Ravert. So, dann machen wir weiter hier. Dann warte, Silvia Faulbecker kriegt auch ein Aqua. Und Denise kriegt auch mal das Aqua. Dann sind alle weg. Okay, dann habe ich was ganz Besonderes. Ihr kennt bestimmt alle dieses Katzenfernhaltespray. Wir haben was Besseres. Wir haben das Katzenanlockspray. Für Stück 1 Euro habe ich 5 Stück. Damit kann man das Katzentier damit ermuntern, mit den Bällen zu spielen. Das sprüht man damit ein und das tut dann tatsächlich hier die Katze dazu verführen, damit sie damit auch Bock hat zu spielen. Ist wie Pheromone bei Männern und Frauen. Plötzlich riecht der Ball interessant. Habe ich 5-mal hier für jeweils 1 Euro. Katzenanziehspray. Gibt es auch. Ist zu 100% natürlich und absolut ungefährlich für Katzen. Catnip, ist das das? Ja. Also 64818. Susanne Köhnen. Lara Lustig. Jetzt habe ich noch 3. Sandra Scholz. Die Schröers. Und ich habe noch Sabrina ein 6. Kleine Hexe kriegt 2-mal. Ja, ich hab noch eins gefunden. Dann sind alle weg. Okay.
So, jetzt kriege ich gleich wieder einen Rüffel, weil ich Sachen sage, die nicht richtig sind. Okay, jetzt muss ich ganz kurz... Wollen wir die nicht erst sortieren und dann... Die sind sortiert, Mausibärle. Jetzt lass mich hier mal. Ich habe hier Doggy Pants, also Höschen für die Hunde. Und zwar habe ich hier die Größe 2. Ne, halt, was ist das hier? Sind die sortiert nach Größe? Ah ja, doch, sie sind sortiert nach Größe. Größe 2, aber was bedeutet Größe 2? Ah, hier, Größe 2. Das ist M. Das ist für Hunde mit einem Bauchumfang von 32 bis 39 cm. Damit kann man dann seiner Hündin was Gutes tun, wenn da einmal im Jahr da die Feuerwehr da ist. Oder wie das da heißt bei Hunden. Kostet? Was machen wir da? 3 Euro. Habe ich 4 Stück in M? Wie viel? 4. Jetzt habe ich gerade mal 4. Wie viel kostet es? 3 Euro. 3? Ja. Wolltest du mehr machen? Nein. Größe 2 einmal für Fabi Griesinger. Ich habe auch Größe 0, ich habe auch Größe 3. Warte mal. Höschen zweimal an Sabrina Lienenkämper. Größe 2. Ja, zweimal. Wie viele haben wir dann noch? Zwei. Ja. Nichts mehr. Ich habe jetzt noch 0. Größe 0. 0. Größe M, Christina Hesse-Zingel. Größe 0 habe ich noch und Größe 3 habe ich noch. Ah, sorry, halt Größe 3. Doch, das ist doch das. Das ist doch das. Das war Größe M, war Christina Hesse-Zingel. Genau, Größe Nummer 2. Dann Carmen Sadowski kriegt Größe 0. Größe 0? Gute Nacht, Harald. Haben wir es geschafft wieder? Ja, wir machen jetzt noch ein paar Minuten und der Rest gibt es dann am Samstag, der dann hinten noch steht. Ja. Weil deine Mama möchte auch ins Bett. Hat sie geschrieben? Nee, aber ich sag's halt nur. Okay. Ja, nee, sorry, ich bin nicht ganz so durchgekommen, wie ich wollte. Aber für Samstag sind noch ein paar Sachen da. Wir werden das ja, wir sind ja noch nicht fertig. Jetzt mach weiter. Achso, ich darf noch weitermachen. Ja, also ja, ich habe gesagt, noch ein bisschen. Achso, das war jetzt gerade. Sobald du bei mir sind, die Alarmglocken angegangen. Komm, ich habe noch hier ein Highlight. Und zwar habe ich ein Spinning Bike. Ein nagelneues Spinning Bike vom Mo. Regulärer Preis 199 Euro. Es ist nagelneu mit kostenlosem Versand. Es ist ein Sperrgutversand. Würde ich es euch anbieten für 160 Euro. Ich hebe es jetzt mal in die Kamera. So sieht es hier aus. Ein richtig cooles Spinningbike von der Marke DMS. Bis 120 Kilo. Für 160 Euro anstatt 199. Nagelneu. Nagelneu vom Mo. 160 Euro kostenloser Versand in dem Fall. Ja, genau. Es ist geräuschlos. Bei der Übung steht hier außen auf dem Karton drauf. Was kann man denn noch dazu sagen hier? Das haut perfekt hin. 22 Uhr kommt Wrestling. So, also, passt doch, Leute, also das kriegen wir doch alle hin, dass wir alle glücklich sind nachher, oder? Wrestling muss er mit seiner Frau ins Schlafzimmer gehen. Also so geht's mir nachher auf jeden Fall. Komm, ich mach noch ein Rausschmeißerbuch zum Schluss, oder? Ja, nochmal ein Buch. Und zwar, das Buch kostet regulär, was kostet es denn? Oh. Ist ja egal, ich habe keinen Preis, ich haus einfach raus für 2 Euro. Das Buch heißt, Sie haben mich nicht gekriegt. Sie haben mich nicht gekriegt. Mich nicht Moment. Gekriegt. Okay, Achtung, Sie haben mich nicht gekriegt von Felix Kucher. So sieht es aus. Und zwar die Fotografin, Revolutionärin Tina Modotti und die Fürthener Buchhändlerin Mary S. Rosenberg. Felix Kucher verknüpft zwei Frauenschicksale zu einem Epochenporträt der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zu einer Geschichte von Rebellion und Beharrlichkeit. Eine mitreißende Geschichte über den Mut zweier junger Frauen, die gegen aller Widerstand einen eigenen Weg in der Welt finden wollen. Wer Babylon Berlin mag, hier ist die literarische Variante lesen. Hier. Manuela Karin kriegt auch eins. Was habe ich gesagt für den Preis? Weiß ich schon gar nicht mehr. 2 Euro. 2 Euro. Okay, ich habe viele. Monika Röhlich. Ja. Utsch. Den Dampfkletter würde jemand für 30 Euro nehmen. Für 35 gebe ich ihn her. Also Nicole Fee, für 35 würde er ihn hergeben. Ich halte es nochmal hin.
Ich lese das nochmal vor, das war jetzt echt spannend hier. Eine mitreisende Geschichte über den Mut zweier junger Frauen, die gegen aller Widerstände einen eigenen Weg in der Welt finden wollen. Wer Babylon Berlin mag, hier ist die literarische Variante, lesen. Thorsten Müller. Sie haben mich nicht gekriegt. Roter Teufel. Das Wurfzelt zeigen wir gleich. Also Nicole Fee nimmt es für 35. Okay, super. Ist alles das Gleiche. Ach so, das sind 6 Stück. Das dampfbügelt ihn für 35. Ja, sind 6 Stück immer in meinem Karton. Ob sie ihn nachher noch mal schnell sehen darf, den Dampfdings? Ja, klar, logisch. Kein Thema. Wir können auch ein Bild machen und zuschicken, einfach eine private Nachricht schicken. Ja, dann schreiben wir einfach noch mal eine private Nachricht. Genau, wir machen das später. Wir sind halt auch gar nicht dazu gekommen, eine Auktion zu machen. Die Zeit ist einfach zu kurz. Also unter 4 Stunden brauchen wir im Live-Shopping nicht mehr ansetzen. Oder unter 6 Stunden. Achso, geht's weiter. Also ich habe noch von den Büchern habe ich einige. Dann habe ich noch hier vom letzten Live-Shopping übrig geblieben. Ein Anti-Schlingtopf. Napf. Für Hunde, anstatt für 10 Euro, gebe ich den her für 5 Euro. Ist nicht weggegangen beim letzten Live-Shopping. Ich tue mal die gute Nummer runter. Der ist von Carly Slim and Slow. Edelstahllapf, ideal für Hunde, die bei Fressen schlingen. Zur Unterstützung bei Diäten. Anti-Rutsch, Premium-Qualität. Er hat einen Hundenapf verkauft, Niki Förster. Gut. Okay, dann erinnere ich nochmal an mein tolles Buch, an meine Schiffle, an meine Transportbox für Nagetiere. Was haben wir denn noch? Maus, wie lange machen wir denn noch? Wir machen jetzt noch 10 Minuten. Bis 10 Minuten, alles 10 klar. Minuten. Okay, was, cool. Nochmal ein Wegwerfartikel oder was Besonderes? Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Wurfzelt haben wir gesagt. Was für ein Wurfzelt? Das Beetle-Ding da hinten. Wurfzelt, da habe ich 2 Stück. Ah, ein Wurfzelt. Okay, ich habe hier eine Strandmuschel mit Pop-Up-Funktion. Regulärer Preis 29,95 geben wir ab für 20 Euro. Sieht so aus. In Autoform. In VW Käferdesign, der ideale Sonnenschutz, Sicht- und Windschutz, sekundenschneller Aufbau, handlich verpackt in praktischer Tasche, Sonnenschutz UV 30 Plus. Zelt verkauft, Bernd Rommel, jetzt haben wir noch eins. Eins ist noch da. Oh, wo ist das? Und Michael Krapf kriegt auch eins verkauft. Super. Okay, dann habe ich noch zweimal hier so Balance Pads. Kosten regulär bei uns 29,90, würde ich verkaufen für 15 Silke Euro. Silke Knöcklöckner kriegt ein Buch. Moment. Das ist ein Balance Pad. Was kann so ein Balance Pad? Wurfzelt sind ja alle weg. Ich habe hier ein Balance Pad. Es geht bis 150 Kilo. Da ist ein Workout Guide, wo man sich wieder runterladen kann. Da kann man auch wieder draufstehen. Hier so sieht es aus. Einfach nur ein Pad, wo man draufstehen kann. Maus, was kann das hier, das Ding? Das ist einfach nur. Da kann dir die Carmen wahrscheinlich mehr dazu sagen, weil die kontrolliert das Ding. Also ist ein Balance-Bett, kann man auch irgendwelche Übungen drauf machen. Erschließt sich mir jetzt nicht ganz so toll. 150 Kilo Belastbarkeit. Schau mal, ähnlich. Also ich glaube auch, dass es zum Trainieren oder. Ja, man steht auf jeden Fall drauf, aber ist halt, ja, wahrscheinlich, weil es halt nachgeht, dann muss man immer wieder ausgleichen hier. Für 15 Euro kriegt ihr hier von uns ein Balance-Bett. Pad. So, was haben wir denn noch? Gucken wir ganz kurz mal durch hier. Was ist denn das? Ah, hier, cool. Wir haben hier unsere Push-Ups. Und zwar kann man damit Liegestütze machen. Haben wir 3 Stück. Regulärer Preis 29,95. Verkaufe ich jetzt für 15 Euro. Und zwar kann man hier Liegestütze Balance machen. Balance an Marianne Stiller verkauft. Hier habe ich. Da kann man Liegestütze drauf machen. Zwar sind da ganz dabei. Zwei wunderbare Griffe. Die Griffe kann man jetzt einstellen, ob man die Brust trainieren will oder die Schulter oder den Trizeps. Und damit kann man hier punktgenau hier seine Liegestützeposition ändern. Und dadurch, man hat einen satten Halt und die Griffe sind echt gut. Die sind auch gut für die Handgelenke, die schult man damit. Also für 15 Euro könnt ihr Liegestütze machen. Das ist ganz eine praktische Sache. Und vor allem trainiert ihr immer den richtigen Muskel. Ihr habt die richtige Breite und den richtigen Abschnitt. Wie viele haben wir? Wir haben 3 Stück und eins kostet 15 Euro. Push-Up-Boards heißen die, habe ich heute gelernt. Ich habe nämlich heute. Liegestütz, Sumsum Blocksberg. Wir haben heute eine Sportpalette ausgepackt, da war auch unter anderem so eins damit dabei. Und das haben wir dann auch ratzfatz verkauft. Und jetzt habe ich nochmal was ganz Cooles, was Technisches. Und zwar ist das ein Pannenhelfer, sage ich jetzt mal. Liegestütz, Roter Teufel.
Und Jessica Wee kriegt nochmal einen Liegestütz, dann sind alle weg. Ob wir eine Schmerzgrenze bei dem Spinningrad haben? Die Schmerzgrenze ist bei 160 Euro. Nee, das Ding ist wirklich nagelneu. Und ich habe es einfach nur gesagt, komm, der Mo hat es mir auf die Palette geschmissen. Ich tue es jetzt einfach mal anbieten. Regulärer Preis bei ihm im Shop ist jetzt 199 Euro. Ich bin 40 Euro runtergegangen, obwohl es Neuware ist. Ich würde es eins machen, ich nehme das Ding, fotografiere es, stelle es bei mir in den Onlineshop und warte halt jetzt einfach ab. Ich wollte einfach euch den Vorteil geben. Pannenhilfe, Michaela Bader. 16 Euro. Das sind die Pushboards. Pannenhilfe, ich habe mir gar nichts dazu gesagt. Also das Ding kann hier tatsächlich Schärfe. Licht machen, es kann blinken, es gibt ein Warnsignal. Michaela Bader verkauft. Und das Coole ist, man kann sogar sein Auto damit starten. Ich mache es. Wie viele hast du denn? Eins. Ha, ja, also ist doch verkauft. Ja, Entschuldigung, ich fand es toll, ich wollte es für mich behalten. Hier, 16 Euro. Hier, bitte. Okay. Redet sich da am Kopf und Kragen? So, okay, was habe ich denn hier noch? Das ist von der Autopalette. Und jetzt habe ich hier ein vierteiliges. Habe ich die nicht hoch? Ein 14-teiliges Autositzbezugset. Hier, für Seitenairbags tauglich, für alle Fahrzeugtypen geeignet. Die lese ich gleich vor. Teilbare Rückbank. Normaler Preis ist hier 30 Euro. Ich möchte 15 Euro dafür haben. Und zwar ist geeignet für folgende Autos: Audi A3, BMW 1er, Citroën, Berlingo, Ford. Ford Fiesta, Focus, Mondai, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, A-Klasse, Nissan, Micra, Opel, Agila, Astra. Fertig verkauft, Fabi Griesinger. Wer ist verkauft? Das? Danke. Ich weiß meine Hälfte. Ja. Verkauf. Okay, es geht weiter. Mit was geht's denn weiter? Jetzt habe ich was ganz Besonderes. Ich habe viermal statt 119 Euro habe ich für 89 Euro vier Fotostative, also jeweils eins. Und zwar kommt es hier in so einem tollen Säckchen daher. Regulärer Preis bei Amazon sind gerade aktuell 119 Euro. Das ist Neuware, die war ein Fehlläufer, ist bei uns gelandet. Das ist ein kleines, handliches, echt stabiles, wunderschönes. Echt, guckt euch das mal an. Und das ist cool, richtig. Hochwertig. Ja, fest sich auch echt, das ist aus. Das kann man im Rucksack mitnehmen. Er hört in das Ratschen. Also richtig tolles Stativ. Okay, wirklich. Für 89 Euro bieten wir das jetzt hier an, anstatt für 119 Euro. Ein cooles Fotostativ, richtig geiles Teil hier, ausziehbar, mit Libelle dran, dass man es richtig ausrichten kann. Hier coole Füße, Teleskopfüße, das geht also richtig, also und vor allem, es ist leicht, aber trotzdem fühlt es sich satt an und man kann es festschrauben und es klickt hier. Es ist alles, also richtig geiles Zeug hier. Für 89 Euro Fotostativ. Ich zeige es mal hin. Ihr kennt die Marke vielleicht. Foto Pro ist die Marke hier. Und das ist Fotostativ. So sieht es eigentlich aus. Es ist echt. Ich habe selber nicht so hochwertige Fotostative. Echt cooles Teil. Die letzte Handtasche wird gewünscht. Okay. Man sieht sie zwar nicht. So sieht es aus. Aber ein richtig geiles Fotostativ. Okay. Also, ich pack's mal wieder weg, 89 Euro. Ich glaube, das landet bei Kleinanzeigen. Das landet bei Kleinanzeigen oder wir setzen es einfach in eBay rein. So, okay. Also, trotzdem. 5 Minuten hast du noch, Hase. Ich habe noch 5 Minuten. Also, dann die nächsten 10 Sekunden opfere ich für die Handtasche hier. Die ist eine kleine Handtasche, machen wir 15 Euro. Ratzfatz hier, wieder hier in diesem tollen Schlangenlook. Python. Ich tue sie kreuzmäßig tragen. Crossover. So sieht's aus. Hat wieder hier diese wunderbare Kette mit dabei. Ich schau wieder eine Handtasche. Ich gebe sie gleich mal rüber. Und? Handtasche verkauft, Nadine Schäfer. Okay, gut. Also, was haben wir denn noch? Okay. Die Mützen noch, Hase, hinten. Die Mützen da hinten. Will jemand Mützen haben? Oh, okay, also wir haben noch tatsächlich wunderschöne Mützen mit eingebauten Bluetooth-Kopfsprechern von Earbell. Die kosten regulär 30 Euro. Wir wollen einen 10er dafür. Da habe ich noch 3 Mützen da. Mit Bluetooth-Lautsprecher. Für 150 nimmt mein Mann und ich. Was? Ja, verkauft. Mein Mann und ich das Spinningrad. Also 150 Euro. Verkauf. Jenny Eisermann. Okay. Okay, alles klar. Hier aus Hölle der Löwen mit 6, integrierten 9, Kopfhörern. Ja. Perfekter Sitz durch Generic Airfit. Kein Rutschen oder Drücken. Telefonieren mit Musik. Wie viele Mützen haben wir denn? 3 Stück. Oh Gott. Ach so. Schon alle verkauft. Okay, super. Gut. Corinna Schmidtbauer. Eine. Andrea Rudolf. Und Yvonne Otto. Ich habe hier eine Beleuchtung für Terrariums. Regulärer Preis sind 89 Euro. Wir haben uns 50 Euro der Preisvorschlag vorgestellt. Terrariumleuchte für Terrarien mit 45 x 9 x 20.
Therm Canopy heißt das ganze Ding hier. Gibt es auch auf Deutsch, genau. Exoterra Kompakt Top Small für den Gebrauch mit dem White und Tall natürlichen Exoterra Small Terrarien. Die Lampen sind nicht enthalten. Für 50 Euro biete ich hier diese Lampenhalter an mit Deckel für das Terrarium. Auf der Tierpalette war das mit drauf. Dann habe ich hier was ganz. Mützen sind alle weg, alle weg, alle Mützen. Dann habe ich hier was ganz Besonderes und zwar auch wieder von dem Panda Bau. Und zwar sind es wiederverwendbare Ohrenstäbchen aus Bambus. Ich zeige die mal hier. Und zwar sind die hier drin. Wiederverwendbar. Kosten übrigens 4 Euro. In Achtung. Schwarz und in Weiß, aber es wird einfach Farbe rausgenommen, genau, wie so sie sehen gerade die aus. Lassen. Wiederverwendbare Ohrenstäbchen. Die Ohrenstäbchen sind es, dann ist aber noch was. Das ist ein Ohrenstäbchen. Ach, kann man damit seine Wimpern machen? Ich glaube, Make-up zum Lidschatten auftragen ist, glaube ich, auch. Ist aber alles wieder, also waschbar. Wie machen die das im Teleshopping? Nee, die machen das, nein, du musst so. Ach so, Entschuldigung, ich habe schmutzige Hände. So. Nein, du musst so davor halten, dass man das Ding genau sieht, vor deiner Hand. Genau so. So, also, Ohrenstäbchen, Verkauf, wie viele haben wir denn? Wir haben viele, ich gebe sie dir gerade über 4 also, Euro. Also Ohrenstäbchen an Petra Konetzki. Die haben halt so ein cooles Bambus-Case, wo so magnetisch Sonja gesichert Wolf. Ist. Carmen Sadovic. Ich gebe dir gerade drüber. Mhm. Danke. Theresa Rabert. Das sind nochmal 3, 4. Michaela Bader. Bitte. Daniela Jäger. Nadja Müller. Vanessa Schimanski. Marianne Stiller. 12. Stefanie. Ein Stativ an Johannes Lindner. 7, 6, 9, bitte schön. 8, 5. Jetzt haben wir noch 3 Stative. Dann Andrea Rudolph kriegt Stäbchen. Nadine Eckert kriegt Stäbchen. Sascha Schaffner. Sandra Sommer. Jetzt mache ich ganz kurz mal Pause. Okay, Sandra Sommer war die letzte und dann habe ich Michaela Bader kriegt 2. Alles klar, gut, dann haben wir alle verkauft. Okay, jetzt habe ich noch mehrfach Artikel und ja. Jetzt habe ich zwar noch hier ganz viele von diesen Tackern. Ihr wisst immer am Schreibtisch, man braucht einen Tacker und das ist ein ganz lustiger Tacker, der tackert und macht dann auch noch so ein Smiley mit dabei. Dann sieht es dann so aus, ein Smiley, der mö macht. Ein Tacker für 5 Euro hier bei uns jetzt im Live-Shopping habe ich ganz viele hier nagelneu unbenutzt. Ich glaube, es waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich habe 16 Tacker, 5 Euro. Zeig den lieber nochmal den Tacker. Ich zeig den Tacker gern noch einmal. So sieht er aus. Stamp it. Ein Stempel. Da ist die Kamera. Ach, da ist die Kamera. Super. Tacker verkauft. Susanne Gibtner. Also wunderbarer Tacker, wo auch noch stempelt. Sandra Scholz. Angelika Eckert. Wir müssen jetzt schnell machen, wir sind leider im Endspurt. Ich zeige den Tacker nochmal. So Yvonne Meyer. Tacker für 5 Euro. Daniela Bayer. Bitte schön. Diana Pracht. Auch von der Autopalette hier. Sandy Kessler. Elke Gottschalk. Autositzbezüge, sechsteilig. Marion Jüngling. Passen für alle Fahrzeuge ohne Seitenairbag und Fahrzeuge mit Seitenintegrierten in den Türen. Sigrid passen für Appel. Fahrzeuge mit Seitenairbag in den Sitzen, siehe Typenliste. Ellen Hentis. 2 Autositze anstatt für 20 für 10 Euro aus Kunststoff. Manu Röhm. Johannes Linter möchte ein Kamerastativ. Ja, das haben wir aufgeschrieben. Sitzbezüge sind für. Einen habe ich. Einen kann ich jetzt. 10 Euro. Sitzbezüge kosten 10 Euro. Habe ich unter der Hand jetzt gerade so parallel verkauft? Nee, ich habe sie. Was? Er hat nur jemand gefragt, was die kosten. 10 Euro. Achso. Ja. Achso. Ah, unter der Hand verkauft? Die sind noch nicht verkauft. Nein, ich habe sie einfach in die Kamera gehalten, während du die Bestellung angenommen hast. Sitzbezüge verkauft, Kerstin Thomas. Sag ich doch.
Gabi Mewis, was möchtest du? Yvonne Meyer möchte keinen Tacker. Yvonne Meyer, wo ist deine Kundennummer? Yvonne Meyer, Yvonne Meyer. Habe ich aus Versehen Yvonne Meyer vorgelesen? Sollte das passiert sein, tut es mir leid. Kopfkissen haben wir leider keine mehr, Karin. Sitzbezüge sind weg. So, Hase, wir sind drüber. Ich habe da jetzt noch ein Produkt. Das eins, ja, okay. Das letzte. Mein letztes Blatt auch, okay? Okay, Achtung, ihr müsst es ganz stark sein, das letzte Produkt. Regulärer Verkaufspreis ist alles Neuware, sind normalerweise 16,90 Euro. Regulär wollte ich haben, da dafür 5 Euro, aber da jetzt die letzte Runde ist, ich will, dass alle weggehen, sicher, machen wir jetzt da dafür 3 Euro. Und zwar ist es ein Zahnbürstenhalter für Kinder. Und das Coole an dem Ding ist, weil normalerweise ist es so, die Eltern haben ihren eigenen Zahnbürstenhalter, da steht ihre Zahnbürsten drin, ihre Zahnbürste. Und die Zahnbürste vom Kind liegt irgendwo daneben. Aber nein, jetzt haben wir hier diesen Giraffenzahnbürstenhalter. Und da können die Kinder natürlich auch das Ding runterwerfen, das ist aus Silikon, es geht nicht kaputt. Wir haben ganz viele da für 3 Euro Zahnbürstenhalter. Hier, cooles Design, einfach Zahnbürste reinstellen und aufgeräumt ist es. So. Also, pass auf, jetzt geht's los. Betty Jetten hat einen Zahnputzbecher. Dann Theresa Rabert auch. Fabi Griesinger kriegt einen. Regulärer Preis sind 16,90 Euro. Nino Krasjalna fragt Lederjacke 20 Euro. Boah, mach 25. Würde ich kaufen, Kunstledersitz. Dein Vater. Daddy. Ja, die sind schon, zu spät. Achso, mein Vater ist da. Ist mein Vater Bürste, da? Also dann kriegen wir 4 Bürstenhalter für Christiane Mattes. Ist mein Papi da? Ja. Der hat nämlich nach was gefragt. Jessica Regi kriegt 2 Bürstenhalter. Sandra Scholz kriegt einen Zahnbürstenhalter. Papi, Einsatz. Ich sage jetzt gar nichts dazu. Sonja Wolf, Bürstenhalter. Elke Aas. Fabi Griesinger. So sieht die Bürste aus, der Zahnbürstenhalter, wie so eine kleine Giraffe in Orange. Daniela Bayer. Was kostet Zahnputzbecher? 3 Euro. Anstatt 16,90. Carina Kilkus. Sind 80% reduziert. Und die Lederjacke gebe ich her für 25. Lederjacke für 25 passt. 25 gebe ich sie ab. 460. Okay, hab ich. Elisa Henkel, dein Tager hab ich. Susanne Gibner, Bürstenhalter. Fabi Griesinger, dich habe ich jetzt aber schon zweimal. Also ich wäre jetzt das dritte Mal, dass ich einen Zahnbürstenhalter für dich aufschreibe. Ist das richtig? Wer hat jetzt 3 Kinder? Diana Pracht, 2 Stück. Jessica Wie, 2. Lederjacke 25. Also Nino nimmt sie für 25. Das ist die 72913 für 25. Okay, ich sabbel jetzt trotzdem noch ein bisschen was ins Mikrofon. Nee, weil ich ja was sagen muss immer. Papi. Nadine Eckert, Zahnbürstenhalter zweimal. Papi, melde dich bitte. Ich habe hier was ganz Besonderes. Zahnbürstenhalter Sabrina Bauer. Eine Autovollgarage. Wow. Nadja Müller fragt, was die Autovollgarage kostet. 50 Euro statt 69. Sandra Sommer kriegt 2 Bürstenhalter. Erich, die Garage würde ich mit nach Förde nehmen. Wunderbar, Papi. Kundennummer? Er hat doch eine Kundennummer bestimmt. Ja, dein Papa. Also, okay. Dann machen wir jetzt mal eine Ausnahme. Aber dann sage ich, also, ich bin doch sein Nachbar oder ich bin doch dein größter Fan. Oder, Fabi Griesinger, okay, eines nur, dann streiche ich die anderen wieder. So. War ein tolles Live-Shopping. Vielen Dank, Theresa. Wir haben uns auch ganz arg viel Spaß gemacht. Wir sind noch gar nicht fertig. Wer Autogramme, schreib mal ganz kurz, wer Autogramme möchte, soll mir bitte eine private Nachricht. Nein, Achtung, es gibt 2 Möglichkeiten, ein Autogramm zu bekommen. Es gibt sogar 3. Es gibt 3. Entweder ihr bestellt was im Onlineshop und kriegt sie kostenlos. Oder ihr sendet uns einen frankierten Rückumschlag. Oder ihr schreibt jetzt noch schnell eine private Nachricht mit eurer Kundennummer. Dann können wir es eurer Bestellung hinzufügen.
Nicht in die Kommentare jetzt. Nein, nicht in die Kommentare schreiben. Einfach eine Privatnachricht mit eurer Kundennummer und bitte Anzahl der Autogrammkarten. Und ihr dürft die nicht bei eBay verkaufen. Diese Stilhose für 15 Euro. Die was? Die Hose, die Dreiviertelhose für 15 Euro. Jawohl, verkauft. Ach so, übrigens. Bitte, Bernd. Ihr könnt euch jetzt nochmal das Live-Video anschauen und dann könnt ihr trotzdem noch Privatnachrichten schreiben und sagen, hey, ich möchte trotzdem noch das kaufen oder macht uns Preisvorschläge. Also wir werden die nächsten Tage immer noch die Kommentare lesen. Und auch schreibt uns Privatnachrichten, das ist immer besser. Oder schreibt uns eine E-Mail an info@handelsagent.de. Oder ruft uns einfach an. Oder kommt vorbei. Bernd Rommel, deine Kundennummer brauche ich noch. Ah, da. 77405. Perfekt. So. Ja, das ist. Ihr müsst jetzt alle ganz stark sein. Ich muss der Stärkste sein, weil ich muss jetzt mit meiner Frau nach Hause gehen. Es hat allen ganz viel Spaß gemacht. Echt? War's okay? Wo sind meine Mädels? Eine links, eine rechts. Ja, hi. Vielen, vielen, vielen Dank. Es war so ganz mega wieder mit euch heute Abend. Es hat so riesen Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht. Wir sind fix und foxy. Ja, ich kann kaum nicht stehen. Es ist mega heiß hier drin, aber ihr wart einfach toll. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns am Samstag. Wir freuen uns riesig auf euch. Die Carmen wird nicht mit dabei sein. Nein. Ja, aber machen wir es ganz alleine. Aber wir kriegen es, irgendwie kriegen wir es hin. Vielen, vielen Dank auch an dich, Carmen. Ja, Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss.